Hallo und ein herzliches Willkommen zum 121. Anime Slam Podcast. Heute zu Gast haben wir den Micha von Sumikai. Hallo. Mit dabei ist auch Matze. Servus. Und ich, Miki. Den Micha hatten wir vor zwei Ausgaben erst dabei als Gast. Da könnt ihr, wenn ihr ganz ausführlich über seinen Anime-Geschmack und was weiß ich was Bescheid wissen wollt, da reinhören. Hier kann man kurz zusammengefasst sagen, du bist der Chef von Sumikai. Du machst mit uns den Rolling Sushi Podcast, beziehungsweise bist dort auch unser Chef. Und demnächst auch die Borking Bratwurst. Ja. Und auch den Podcast. Der Rolling Sushi Podcast ist ein Podcast, den wir in Zusammenarbeit mit Sumikai machen, wo wir über aktuelle Neuigkeiten aus Japan sprechen. Also, was weiß ich, Politik, Gesellschaft, irgendwas Kurioses, was da halt gerade so passiert. Wenn ihr da genaue Details haben wollt, dann könnt ihr einfach in Ausgabe 119 reinhören. Da besprechen wir das alles auch direkt zu Anfang. Oder heute, auf rollingsushi.de gehen. Ja, oder das machen. Das könnt ihr auch machen. Heute haben wir uns eine kleine Änderung vorgenommen, eine kleine experimentelle Änderung. Wir haben überlegt, die Struktur des Podcasts ein wenig zu ändern. Wir wollen heute als allererstes mal die News besprechen. Und dann, also ich sage das einfach direkt mal vorneweg, damit vielleicht sich auch jeder direkt darauf einstellen kann, wie das jetzt vorgestellt ist. Als erstes die News, als zweites, was wir in letzter Zeit gesehen haben, als drittes, deswegen ist der Micha auch wieder hier, haben wir da noch ein tolles, großes Thema, was wir besprechen wollen. Soll ich es direkt sagen? Sollen wir die Leute anteasen? Nee. Nein, es ist warm, wir machen für euch den Podcast, also sind wir heute mal gemein. Genau, ihr bleibt hier schön sitzen und wartet. Naja, okay, wenn ihr auf YouTube das anhört, könnt ihr einfach hinspringen, aber was soll's. Nein, ihr benutzt garantiert nicht das Sprungdingsbums da. Ja, die Timestamps. Genau, nein, die funktionieren heute ausnahmsweise mal nicht. Gut. Uns den Spaß. Dann gehen wir direkt mal in die News rein und ich möchte etwas direkt als erstes aufgreifen, womit wir beim letzten Mal so ein bisschen aufgehört haben mit den News. Und zwar habe ich ja beim letzten Mal. Jetzt habe ich mein Mikrofon gestagen. Und zwar haben wir beim gewalttätig. Letzten mal, warum machst du das? Ich bin halt aus dem gekommen. Beim letzten Mal haben wir da am Ende der News darüber gesprochen, dass Food Wars, der Manga, geäxt wurde, dass er jetzt gestoppt ist. Und direkt danach kam dann plötzlich noch die News raus, dass der Anime eine vierte Staffel bekommt. Und das fand ich richtig seltsam. Nee, so, wenn man bedenkt, der Manga ist anscheinend jetzt mittlerweile so unbeliebt, dass man ihn halt rausschmeißt. Und dann kommt aber noch eine vierte Staffel Anime. Und ich meine, von der allgemeinen, wie sagt man, Reception, also ich bin so schlecht in Deutsch mittlerweile. aber man kriegt allgemein so mit, dass sich viele Anime-Only-Watcher halt auch da wieder natürlich drauf freuen, weil klar, die Food Wars-Fans, was, ne, aber die Manga-Fans sind da eher so, oh mein Gott. Das ist doch ganz einfach zu erklären. Anime funktioniert immer dann, wenn du, Entschuldigung, liebe Damen, Titten zeigst. Das klappt immer. Und bei Food Wars, ich meine ganz ehrlich, wer hat es bitte geschafft, Kochen dermaßen in Edgy zu verpacken? Sind wir doch jetzt mal ehrlich. Ist doch kein Wunder, dass der funktioniert. Nein, aber im Prinzip ist es halt so, dass der Manga deswegen angestellt wird, weil er eigentlich zu den Online-Apps gedöns wechseln sollte und nicht mehr Magazin erscheinen. Und das wollte der Manga gar nicht. Ah, okay. Ja, und deswegen wird er eingestellt. Ist auch irgendwie seltsam. Gar nicht. Man muss Folgendes dazu sagen. Zugriffe auf Apps, also zum Manga lesen, oder sagen wir mal E-Manga oder wie man die nennt, das wird immer mehr in Japan. Das ist ein Kommen. Heilige Mutter. Die Printmagazine lassen immer weiter nach. Und deswegen sollen die Printmagazine nur noch mit den absoluten Highlights gefüttert werden. Und Food Wars gehörte nie zu den Highlights. Das war eigentlich immer so eine Serie, die lief mal gut, mal schlecht, mal gut, mal schlecht. Es ist halt so, dass auch der Anime im Prinzip die Verkäufe nicht angekurbelt hat, weil normalerweise, klar, ne, man macht ein Anime, dann hofft man, dass der Manga sich verkauft wie bescheuert. Food Wars lieferte aber bisher immer nur solide Zahlen. Also jetzt nicht so überschwänglich wie Sword Art Online oder was weiß ich was. Und trotzdem sind wir halt bei vier Staffeln, weil Anime ergibt einfach keinen Sinn. Das kann ja auch heißen, dass sie es immer wieder versucht haben, die Maschine anzukurbeln. Ja, natürlich.
Naja. Weil, wie gesagt, die Zahlen waren schon solide, aber ihr müsst halt bedenken, das ist halt Big Business. Und wer halt nicht wirklich gute Zahlen aufweist, der hat halt die Arschkarte gezogen. So, und die vierte Staffel kommt jetzt auch nur, weil die dritte einfach offen gelassen worden ist. Das ist so im Prinzip ein bisschen Fanservice, weil sonst wären die wahrscheinlich in Japan die Fans aufs Dach gestiegen. Und wenn die in Japan Fans aufs Dach steigen, ja, das ist dann lustig. Da fliegen die Fetze. Aber holla die Waldfee. Also nicht so wie hier, wo sich dann alle aufregen, ein bisschen bei Facebook posten und das war's dann. Nee, die kaufen dann auch tatsächlich nichts mehr von dem Studio oder von dem Publisher oder wie auch immer. Das ist Oh, wow, sie sind klug genug, um dem Kapitalismus entgegenzuwirken. Ja, die sind aber auch extrem vernetzt, also viel besser als bei uns. Mann, ich muss ab und zu mal da reingucken. Ich habe mir nie wirklich die Vorfreude bei den Japanern gegeben. Ich frage mich, wie das jetzt so abläuft, direkt beim Ende dieses Quartals und vor dem Anfang der nächsten Saison, auf was die da total abdrehen. Ich meine, ich habe meine Lieblinge. Ich weiß, was ich nächste Saison schauen möchte. Ich glaube, das sollten wir nachher vielleicht in dem Thema besprechen. Das spielt da nämlich eine ganz, ganz große Rolle. Okay. Dann heben, dafür auf. Okay. Dann gehen wir die News halt weiter. Matze, möchtest du wie immer sonst den Rest erstmal? Ich wollte jetzt damit anfangen, weil das halt so eine schöne Ergänzung zum letzten Mal war. Möchtest du sonst wie immer einfach dein, was du alles aufgeschrieben hast, von dir geben? Ja, ich schmeiß mal so ein paar Sachen raus. So willkürlich ausgewählte Sachen. Zum Beispiel, dass aus irgendeinem Grund dieses Mobile-Game von Danmachi ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen wurde. Okay. Ja. Und welcher Grund ist das? Weil einer der Synchronsprecher so viel Gespräche dafür aufgenommen hat, so viel Voice-Zeugs, dass es im Endeffekt für eine ganze eigene 24-episodige Fernsehserie hätte reichen können. Also es ist am meisten... Klingt jetzt nicht ungewöhnlich. Ja, nee, aber es ist für ein Mobile-Game die am meisten eingesprochene Text für eine... So wenig ist das meiste? Es sind über 10.000 Wörter. Ich meine, so wenig ist es auch wieder nicht für Dialog. Ich meine aber nur, weil Mobile Games, also wie gesagt, ich spiele ja Bang Dream und das hat auch sehr viel Dialog. Also sehr viel. Anscheinend hat das platt gemacht. Vielleicht ist meine Vorstellung da irgendwie falsch. Ich weiß es nicht. Ich bin generell schlecht im Schätzen. Also der Sprecher, der Synchronsprecher, das ist der Yoshitsugu Matsuoka. Wer es gerne wissen möchte. Synchronsprecher sogar. Ja, ist das vom Protagonisten? Oder? Ja, das ist von Bell. Das ist vom Protagonisten. So. Der hat also gearbeitet. Wahrscheinlich für einen Synchronsprecher nicht unbedingt die größte Menge an Zeugs, das er auf einmal gemacht hat, aber für das Spiel. Man bedenkt, wie viele RPGs die da im Jahr irgendwie einsprechen drüben in Japan. Ja, anscheinend das ist doch ein Ding gewesen. Naja, man wird dafür natürlich auch fürstlich entlohnt. Ich meine, Synchronsprecher in Japan sind teuer. Ja, besonders wenn man beliebt geworden ist durch eine Serie und dann massenweise dafür einsprechen darf für ein Spiel. Ja. Dann kommt das. Dann kommt und, sie sind manchmal auch im Umsatz beteiligt, das darf man auch nicht vergessen. Ah, das ist dann schön. Am direkten Umsatz. Ja, bei Mobile-Apps werden sie auch teilweise, nicht jedes Mal, aber teilweise am Umsatz beteiligt. Und es kommt ja auch noch hinzu, ich meine, hey, im Gegensatz zu einigen Synchronsprechern, unter die wir hier zu leiden haben. tut mir leid, aber ganz ehrlich, Belchs neue Stimme, die kannst du in die Tonne treten in Deutschland. Also dieser Gott, wie heißt er denn? Ich habe seinen Namen vergessen. Sorry. Ganz ehrlich, der kann gerne Trash-Movies machen, aber das hätte definitiv nicht Bell synchronisieren dürfen. Das war eine saudumme Entscheidung von Anime House. Meine Güte. Meinetwegen, ich werde gegeißelt, ist mir recht. Trepp! Ich kenne die deutsche Stimme, die neue noch gar nicht. Da habe ich ja was drauf, was ich mich freuen kann. Also ich muss sagen, bei den anderen, die ausgetauscht worden sind, okay, das ist, jetzt auch nicht so schön. Ne, die erste Version, also die... der erste war Patrick Keller. Richtig, Bombe. Ich meine, ganz ehrlich, Patrick Keller ist ein guter Synchronsprecher. Der hat das finde ich persönlich aber auch. Ich fand das da dann, ich weiß nicht, was da genau vorgefallen ist. Es war so ein ganz komisches Hin und Her, das ich beim besten Willen nicht kapiert habe. Ich persönlich habe auch nichts gegen das Synchronstudio Lapsix oder so. Aber dass dann dieser Austausch so... Nee, also tut mir leid, ich kann mich mit den neuen Stimmen kaum anfreunden. Ein paar davon sind ganz gut, okay, aber... jetzt mal auch von diesem Fangehabe abgesehen, ouch.
Tut mir leid, wie gesagt, Trash-Movies gerne, aber das soll bitte die Finger von Animes lassen. Das wäre für meine Ohren auf jeden Fall besser. Ich meine, er hat ja auch vorher. Sache. Moment, kleiner Fun-Fact: Er hat ja auch vorher nur bei Netflix ein paar Trash-Movies gemacht. Wundert mich jetzt nicht unbedingt. Wegen Netflix haben wir halt viele neue Synchronsprecher in Deutschland. Ja. Danke sehr, Netflix. Danke sehr. Ja. Oh, Netflix, heute wird Netflix leiden. Oh ja. Also, ja. Wir haben ja bei den Synchronsprechern unsere Sternchen und wir haben unsere Arbeitspferde, die einfach massenweise Rollen haben, aber nie wirklich die großen Idols sind. Mhm. Davon ist uns jetzt leider einer verstorben in Japan, der Yuzuru Fujimoto. Der hat über 200 Animes Rollen gesprochen. Der hat öfters diese älteren, kratzigen Männer gesprochen. Wie zum Beispiel in Ninja Scroll hat er den einen, den Mönch da gesprochen, diesen Verwitterten. Ja, oder, trotzdem kennt ihn selbst in Japan kaum einer, ne? Ja, der ist nicht so bekannt, aber er hat halt, er ist überall zu finden. Seine Liste ist ewig lang. Ich muss mal ehrlich sein, dieses Jahr ist es, also die letzten zwei Jahre, da sind die ja wirklich am Fließband gestorben. Ja, das liegt an der Generation meiner Meinung nach. Er war jetzt auch ziemlich alt, 83, ist einfach an Alter und Herzversagen gestorben. Ja, jetzt findet da auch gerade so ein Generationswechsel statt. Wobei mir die neuen Synchronsprecher ehrlich gesagt ein bisschen leid tun, weil die werden gleich komplett in die Maschinerie reingezogen. Ja, und dann müssen sie sich noch vergleichen lassen mit den Alten, ne? Oh ja. Ganz lustiger Spaß. Aber du bist nicht so gut wie, ne? Ja. Okay, ich habe gerade nicht das, gerade dasselbe gemacht, aber was sagen wir ja gerade? Was habe ich denn hier noch Schönes? Also etwas, was ein bisschen erbauernder ist. Die Higurashi-Angelegenheit, der liebe gute Horror-Anime, der hat jetzt sowas mit viralem Marketing versucht. Und zwar auf dem japanischen Streaming-Service Nico Nico, das ist ja auch sowas wie Vimeo oder YouTube, da gab es so ein, wie heißt es nochmal, so ein Marathon der ganzen Serie. Und dann haben sie zwischendurch Bilder reingeschnitten, die nicht in der Originalserie drin waren. Und das Internet ist gleich durchgedreht und hat angefangen zu analysieren. Das ist doch bestimmt von der neuen Higurashi-Serie, die geplant ist. Das muss doch sein, das war vorher nie drin. Hat anscheinend so funktioniert, weil auch wenn sie es versteckt haben, sind die Leute gleich draufgesprungen. Das ist halt die Magie des Internets heutzutage. Ich mag solche Massenphänomen, Secret-Rätsel-Döns, wie es halt so sowas wie PT zum Beispiel damals war, als diese PS4-Demo rauskam. Mag ich recht gerne. Was genau ist da jetzt passiert? Also ist da jetzt schon irgendwas angekündigt worden oder ist das bisher alles? Ah, die haben nur ich glaube, wann wurde der schon genau? Ich glaube, der wurde noch nicht genau angekündigt. Also wir haben kein irgendwie Datum oder sonst was, aber da kommt anscheinend noch was Neues für Higurashi. Okay. Besonders, weil er noch er hat, glaube ich, noch mehr Szenarien. Er tut das alles nochmal wieder neu auflegen mit seinen Spielen, der Kerl, der die gemacht hat. Das war ja alles aus dem Amateurbereich. Ne? Ja. Der legt das alles neu auf und ich glaube, da ist neues Zeugs dabei. Ein brandneues Spiel ist da dabei. Und da hat man natürlich drum gemunkelt, dass eine neue Serie auf jeden Fall auch kommt. Und dann stecken die was rein. Würde mich aber nicht wundern, weil ich meine, das Franchise selber, also der Anime war nicht sehr erfolgreich. Ja. Und der ist auch tatsächlich gar nicht so schlecht. Nee, ich fand ihn auch gut. Da braucht man einfach viel Zeit. Weil die ganze erste Staffel ist eigentlich nur Qual. Und erst in der zweiten Staffel fängst du an, langsam das Licht zu sehen. Ja, man muss halt auch mal ein bisschen im Dunkeln tappeln. Ja, aber man braucht ein kleines bisschen Masochismus, wenn man eine 26 Episoden Qualerei über sich ergehen lassen möchte. Hey, es könnte schlimmer sein. Es könnte One Piece sein, vom Umfang. 800 Episoden plus. Oh Gott. Ich berufe mich drauf, mein Gott, zum Glück bin ich zu alt für so einen Quatsch. Na gut. Was soll ich denn dann sagen? Na egal. Ich bin älter als du, denk dran. Das stimmt. Na gut, was jetzt einen Anime bekommt, ist ein Baseball-Manga mit einer reinen Frauengruppe, mit einem Frauenteam. Tamayomi heißt das Ding. Und ich fand das in der Hinsicht interessant zu melden als Nachricht, weil die japanische Frauenliga im Baseball gibt's erst seit 2009. Und das hat auch noch nicht so, das hat auch noch nicht so abgehoben. Es gibt nur 4 Teams mittlerweile bisher. Okay. Das ist also keine gigantische Meisterschaft.
Aber was lustig ist, die ist 2009 ist sie gegründet worden und 2009 war auch der das Datum, wo Crossgame vom Adachi Mitsuru, von dem großen Baseball-Mangaka Fuzzi, lief. Und gab darin vorher schon einen Baseball-Frauen-Anime. Leute, ja, klar. Da läuft gerade einer bei Crunchyroll im Simulcast, das wisst ihr, ne? Ja, ja. Aktuell ja. auch? Mhm. Okay, das nee, ich meine, bei 2009 kam auch ein Anime namens Taisho Baseball Girls und das ist halt auch nur reine Frauen. Ja. Ja, der war ja auch noch da. Wobei, der war gar nicht so schlecht. Ich habe noch nicht geguckt, ich also habe noch auf meiner Watchlist. Der aktuelle bei Crunchyroll, dessen Namen ich glücklicherweise vergessen habe, ist eigentlich ganz niedlich, aber da wurde wieder viel zu sehr so auf dieses, es muss alles Moe sein. Wuhu. Mhm. Ja, schade. Such gerade mal. Und diese neue Serie scheint anscheinend ein klassischer Sportmanga zu sein. Ja, ich hoffe auf jeden Fall ein bisschen besser als, wie heißt er? Was willst du? Ja, dritte Season läuft doch gerade auf Crunchyroll. Dritte Season? Yep. Von Baseball? Ja, Baseball. Diamond Noise? Ja, danke. Genau, den meinte ich. Oh Gott. Also, ich muss dazu sagen, ich kenne jetzt so den Anime und ich finde die dritte Season echt zum Kotzen. Oh, da habe ich nie reingeschaut. Ich kann nur so viel Baseball auf einmal vertragen. Die ist ganz komisch erzählt. Also die ersten beiden Seasons, die waren da nicht völlig okay. Also die haben Spaß gemacht zu gucken. So für nebenbei. Ne? Aber die dritte, Gott, oh Gott, oh Gott. Da steigt man überhaupt nicht mehr durch. Mhm. Ich habe diesen aktuellen Baseball-Frauen-Anime gefunden. Ja. Cinderella 9 heißt der. Also der ist gar nicht so schlecht eigentlich, aber wie gesagt, bei dem Charakterdesign und so weiter hätte man mal vielleicht ein bisschen zurückschauen. Ja, das ist ein bisschen. Ich finde das auch nicht so gut. Nee, leider nicht. Gut, naja. Was haben wir? Machen wir mal Nachrichten weiter. Kleine Fortsetzungsangelegenheiten machen wir mal raus. Das Isekai Quartet bekommt eine zweite Staffel. Das ja. macht mich glücklich, weil das war witziger, dämlicher Unsinn. Das war toll. Noch nicht gesehen. Aber auch noch, muss ich auch noch tun. Die haben auch, glaube ich, schon irgendwie angekündigt, dass es neue Franchises geben wird. Aber noch nicht gesagt, welche, die dann dazukommen. Mhm. Oh Mann, einige Nachrichten lassen mich so ein bisschen am Kopf kratzen. Ne? Jetzt bekommt One Punch Man ein Prügelspiel. Für die Konsolen und für den PC. Ja. Ich meine, aber, klar, ja. Komm, sind wir mal ehrlich. One Punch Man ist kein schlechtes Franchise. Das ist eigentlich ganz also witzig. Ja, ja. Ja, vor allen Dingen macht auch die zweite Season Spaß. Man darf endlich warten, bis mal irgendwann Saitama wirklich seinen Auftritt hat. Und ich glaube, wir sind jetzt mal Folge 11, wenn ich mich gerade nicht irre. Also, das, glaube ich, wird jetzt nichts mehr. Du, ich finde es eigentlich in Ordnung. Ich finde die anderen Charaktere sowieso im Moment viel interessanter als Saitama. Ja, sie sind interessant, aber ganz ehrlich, Saitama ist halt eben die Hauptfigur. Also irgendwann sollte er schon mal auftreten und nicht mal so vor 5 Minuten da jemanden auf die Fresse hauen, das war's dann. Ey, ganz ehrlich, wenn, dann will ich den Glatzkopf in Action sehen. Ja. Also, bitte, also das gehört einfach dazu. Irgendwann ist es nicht mehr der One-Punch-Man, dann ist es der One-Scene-Man. Ja, irgendwie so. Ja, das kommt aber momentan wirklich sehr gut hin. Das ist so, ich gucke momentan echt jede Folge und denke mir immer, Leute, Studio wechseln, tolle Idee, aber welcher Idiot hat sich die Geschichte ausgedacht? Da muss aber irgendwas schiefgelaufen sein. Hm. Ist übrigens auch ein ganz großer Kritikpunkt in Japan, da ist nämlich die Serie ein totaler Flop. Ja, englischsprachigen Kritiker sind total begeistert davon, dass es nicht um One geht, also nicht um Saitama, sondern man geht andere Wege, aber man stößt damit halt wirklich nur mal Hardcore-Fans tierisch vor dem Schädel. Oh Mann, ja. Müssen wir irgendwann mal den original Webmanga lesen, der ist ja ewig weit gegangen, bevor er Stopp gemacht hat. Yep. Gut. Ja, was hab ich für das Spiel jetzt nur aufrecht? Es sind die gleichen Entwickler von Jump Force und Jump Force ist scheiße. Ist es das? Ich hab's nie gespielt. Der ist Bandai. Ich meine, Jump Force sah auf jeden Fall nicht schlecht aus, als ich mir Videos davon angeguckt habe. Ja, es sah nicht schlecht aus. Also ich fand, das sah auch schon furchtbar aus. Nö, also vom Aussehen her war es super. Bei der Steuerung spätestens habe ich mir gedacht, ja, schönen Dank auch. Was haben die noch gemacht? Jump Force noch irgendwas anderes? Ich weiß das aber auch gerade nicht mehr genau. Und das ist, es ist auch immer sowieso bei diesen schonen Spielen, dass sie halt alle nur Prügelspiele bekommen. Ja, ganz ehrlich, wie willst du das denn sonst umsetzen? Ja, natürlich ist es das so ein bisschen, man kann jetzt schon irgendwie versuchen, so ein bisschen Kreativität ranzugehen. Aber nicht One Punch Man. Da steckt doch Prügel schon im Namen. Ja, aber dann kannst du ja One Punch Man kannst du ja dann im Raster gar nicht nehmen, weil der ist sonst okay. Du,
Das Einzige, was du machen könntest, wäre so ein Dynasty Warrior-mäßige Angelegenheit, wo du mit unterschiedlichen Superhelden massenweise Monster über den Haufen kriegst. Das wäre eigentlich ganz geil. Earth Defense Forces trifft Dynasty Warriors. Ja, aber ihr müsst mal so überlegen. Solche Spiele gehen relativ einfach herzustellen. Was weiß ich, ein RPG oder so, da bist du richtig kräftig dran. Bei sowas ist es alles. Ja, RPG machen die ja gerade zu Dragon Ball. Nein, auch zu One Punch Man. Auch zu One Punch Man. Es erscheinen nämlich zwei Spiele. Ja, ein Mobile-Game. Ja, immerhin. Aber nur ein Mobile-Game. Hat aber RPG-Elemente. Ja, aber. Also jetzt beschwer dich nicht, die waren jetzt ein bisschen kreativer. Also und Mobile-Games kommen auch ins Guinness-Buch. Ja. Ich verstehe sie zwar immer noch nicht, aber meine Finger sind, glaube ich, auch zu dick für den Scheiß. Ja, ohne Witz. Ich hab's allerdings so mit Candy Crush probiert. Ich bin wahnsinnig geworden. Fürchterlich. Nein, das ist nichts für fette Pfoten. Ich habe ja Programmiererhände. Meine Güte. Plack genug. Ah ja, so passiert's. Wir haben ja im Moment die Saison, wo einige Expos, einige Messen anstehen. Und da hat sich jemand was gedacht. Und zwar, die wollen von dem neuen Evangelion-Film, von dem jetzt vierten Teil, die ersten 10 Minuten an verschiedenen Expos gleichzeitig aufführen. Ja, gleichzeitig nicht, aber nacheinander. Ja. Also im Sinne von wegen am selben Tag, meinte ich damit. Jetzt? Ja, hast du jetzt mir gesagt, 6. Juli. Oder so zumindest. Am 6. Juli Anime Expo in Los Angeles und in Shanghai und dann auch Paris. Noch in Japan. Paris aber auch. Und Paris, ja. Also, naja, ich bin Schwanerei. Das ist natürlich eine schöne Angel, die ihr da auswirft, weil ich will unbedingt neue Sachen von dem Evangelion sehen. Aber dann einen die 10 Minuten an den Kopf zu schmeißen, ich weiß nicht. Du, lieber 10 Minuten was Vernünftiges als der Scheiß, den Netflix da gebaut hat. Achtung, okay, da, das ist auch wieder wahr. Einmal gegen Netflix, bitte. Ich sag dir, Netflix kriegt dieses Podcast wirklich auf die Klappe. Ich meine, es geht schon durchs ganze Internet. Das arme Pferd ist so tot, das kannst du mir darauf treten, ist nur noch Asche da. Ach so, wegen der Synchro oder was? Synchro, Übersetzung, der Abspann, ja, Evangelion hat aufs Maul bekommen, die Netflix-Version. Ganz ehrlich, der Abspann ist mir völlig egal, den gucke ich schon gar nicht mehr, das hab ich rüber, aber oh ja. Mein Gott, er ist kein echter Anime-Fan, er guckt keinen Abspann. Sarkasmus. Leute, wenn ich mir 24 Folgen oder 12 Folgen irgendwas angucke, dann will ich nicht die ganze Zeit ständig Abspann und Intro sehen. Da wird geskippt, dafür habe ich Netflix. Fertig. Yep. Ist wahr. Sag mir nicht, du skippst das Evangelion-Opening. Einige Leute bezeichnen das als Kriegsverbrechen. Ja, aber wir nicht. Wir sind ja da nicht so. Das Gott. Ist Religion. Ich bin sowieso kein richtiger Anime-Fan. Also ich bin zu alt, ich mag diesen ganzen Edgy-Scheiß nicht. Ja, und ich mag, glaube ich, Animes, die keine andere Sau gucken würde, so wirklich. Also lassen wir das mal lieber. Ja, das passt schon. Bei uns bist du gut aufgehoben. Wir gucken auch möglichen Scheiß. Ja, bei mir ist es dasselbe, ich bin nur nicht alt. Ja, danke, sehr freundlich. Du hast es gesagt, nicht ich. Ja, aber guck mal. Ich sage jetzt aber auch was anderes. Ich darf das. Ich darf auch sagen, dass ich dick und fett bin. Das darfst du mir auch nicht sagen. Jawohl. Ja. So. Okay, von was, wo gehen wir jetzt hin von Evangelion? Oh, okay, lass uns zu Mamoru Oshii gehen. Oh, was hast du? Sein neuer Anime, er hat ihn jetzt offiziell vorgestellt, was es ist. Es ist eine Slapstick-Komödie. Ich finde das toll. Oshii geht zurück zu seinen Wurzeln. Ich meine, er hat mit als Regisseur in Yurusei Yatsura bei Lam angefangen. Bei der alten Takashi Urumiko-Comic-Serie. Ich finde, dass das irgendwie ist das aber auch für so die Fans, die er halt zu der Zeit, wo er dann halt dann später gegangen ist, die er da dazu gewonnen hat mit Ghost in the Shell und Pet Labor und Jinro und was weiß ich nicht was. Das ist so ein schönes Schlag im Gesicht für die irgendwie, weil das ist halt so gar nicht, was die jetzt irgendwie erwarten würden. Ganz ehrlich, wenn man ihn nur mag, weil er solche Filme gemacht hat, tut mir leid, aber dann hat man sich mit seinem Werk nicht richtig beschäftigt. Ja, und ich muss auch sagen, Pet Labor ist auch die Hälfte davon Slapstick-Komödie, also es passt schon. Du meinst die schlechte Hälfte. Hey. Ich mag Pet Labor, so ist das jetzt nicht, aber wir müssen jetzt mal ganz ehrlich sein, meistens sind immer nur 10 Minuten gut. Ja, 20, wir sind ja nicht mehr. Es sei denn, es ist der Realfilm. Dann bringt das vielleicht auf 3 Minuten. Oh, der Realfilm. Und die Serie, oh Gott. Die Realfilmserie, ja. Technisch war die super. Mhm.
Ich benutze übrigens jetzt mal ohne Witz als Untersetzer für meine Kaffeetasse. Das ist dein Schicksal. Ich fand den so grausam, dass das ging gar nicht mehr. Ja, der hatte Probleme massenweise. Na gut. Nee, Andrew 1, war schlecht. Hat er das Ding schon irgendeinen Namen von Oshi? Ja. Flad Love. Sehr gut. Ja, aber der gute Dracula kommt nicht drin vor, auch wenn der Flat im Titel steht. Es kommen gar keine Jungs oder hübschen Jungs drin vor. Es ist eine Mädelsangelegenheit. Ich mag Mädel trifft Mädel. Schon. Ich mag das Charakterdesign, was er da zeigt von der Protagonistin. Die ist halt so ein bisschen, die ist, sieht halt etwas jungenhafter aus. Ich mag das. Das ist halt total gespannt. Abgedreht. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin auch gespannt. Nicht zu fassen, aber ja. Ansonsten, ich habe einige Nachrichten noch, die später bei unserem Hauptthema sehr interessant werden könnten. Aber ansonsten habe ich nur noch eine einzige lustige Angelegenheit. Es kommen jetzt eine ganze Menge neue Sachen im Juli. Und eine Sache wurde recht spät angekündigt. Und zwar machen sie so eine kleine Komödie im normalen Alltagsleben. Ist etwas billig gemacht mit Computer und Motion Capturing. Und der Gag ist, sie machen das ein kleines bisschen ähnlich wie bei, wie heißt es nochmal, die Netflix-Serie, BoJack Horseman, dass die Leute Köpfe haben von irgendwelchen Tieren. Und der Hauptcharakter hat natürlich einen großen Fischkopf. Und das Geilste davon finde ich den Titel. Oh, den Trailer habe ich gesehen, stimmt. Der Titel Business Fish ist doch wohl absolut der beste Titel für einen Anime, den du dir vorstellen kannst. Ich war sehr verwirrt, als ich das Business Fish. Business Fish. Ich glaube, dafür habe ich zu viele Gehirnzellen. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich habe mir graut's gerade davor. Ich weiß auch nicht, warum. Wenn ich Business Fish auf YouTube eingebe, kriege ich irgendwie nicht das, was ich erwartet habe. Sag's mal so. Es hat mich ein kleines bisschen an Agretzko erinnert, ne? Wo du auch nicht wirklich menschliche Figuren hast, sondern eher Maskottchen, die im Alltagsleben rumspringen. Mhm. Dann hast du dir dasselbe, nur halt mit dem Gag, dass wie bei BoJack Horseman die Leute halt Tierköpfe teilweise haben. Ey. Es sieht so weird aus. Es sieht sehr, sehr schräg aus. Sehr schräg. Besonders der Hauptcharakter mit seinem riesen Fischkopf. Ja. Moment, das war ein Short, ne? Das ist ein Short, ja. Ja, das dann, ist landet halt dann landet der bei Crunchyroll, also von daher kommt das. Wahrscheinlich. Aha. Gut. Okay. So, dann mal erstmal von mir genug an Nachrichten. Oh, du bist schon fertig. Alles klar, dann hau ich weiter raus. Black Lagoon, der Manga, wird wohl bald fortgesetzt im September. Das ist schneller, als ich erwartet habe. Ich meine, das nächste Mal, wo er Pause gemacht hat, da sind einige Jahre vergangen. Mit einer riesen Überraschung, das darf man nicht vergessen. Und ich hoffe, dass diese Überraschung etwas ist, was man auf dem Fernseher gucken kann. Ich würde da wirklich eine Party feiern gehen. Das wäre gut. Ja, unbedingt. Ich hätte so gerne eine neue Season. Es ist auch wieder mal Zeit mittlerweile, ja, ne? Wir brauchen mal wieder qualitative Anime. Um mal das Thema nachher anzusprechen. Ja. Ja, aber ja, hätte ich auch Bock drauf. Es gibt keine coolere Sau als Levi. Hm. Ja, sie ist schon cool. Ich mag ja, Revy könnte man genauso gut in Natural Born Killers reinstecken und sie wäre da die Hauptfigur gewesen. Hättest du locker bei Kill Bill reinstecken können. Oder bei Kill Bill, oh ja, das wäre auch gut. Ich mag die Figuren in Black Lagoon allgemein irgendwie so gern. Ich habe letztens einfach so random, ich glaube, ich hatte frühest irgendeine News zu irgendeinem Nazi-Scheiß gelesen. Dann habe ich mir einfach die Szene nochmal angeguckt, wo sie halt das Nazi-Schiff leerfegen. Hey, jetzt weiß ich, wie wir unser AfD-Problem lösen können. Aber ja, stimmt, also nee, das ist schon wird wirklich mal Zeit für einen neuen Anime. Ja, alles klar. So, eine zweite Staffel wurde angekündigt zu Mojo and Roji's Bureau of Supernatural Investigation. Das fand ich eine seltsame News. Ich habe irgendwie sehr wenig zu dem Anime nur mitgekriegt. Ich habe davon mal die erste Folge geschaut und fand es unglaublich schlecht. Oh, aber es hat anscheinend seine Fans. Es ist basiert auf einem bereits abgeschlossenen älteren Manga. Ich glaube, aus Anfang der 2000er. Genau, Anfang der 2000er, 2004 ging das Ganze los. Und ich bin leicht überrascht. Und das ist alles, was ich sagen wollte. Du, ja, ich habe diese Nachricht auch gesehen und habe mir gedacht, das Ding habe ich nicht gesehen, passt, weg. So ging's mir auch.
Ein paar deutsche News. Full Metal Alchemist bekommt eine Neuauflage bei Ultraverse, also der Manga. Der Manga. Den hatten wir ursprünglich in 27 Bänden hierzulande bei Panini damals. Jetzt will Ultraverse das Ganze nochmal in 9 Bänden neu auflegen. Was? Die werden aber dick. Werden sie wahrscheinlich, ja. Also das wird dann wahrscheinlich so dick sein wie so ein Naruto-Sammelband. Die sind ja auch ziemlich dick, diese neue Dinger, diese neue Veröffentlichung. Zusätzlich wird die Übersetzung wohl nochmal irgendwie überarbeitet und Farbseiten, die irgendwie in der ursprünglichen deutschen Übersetzung überhaupt erst gar nicht mit drin wären, kommen jetzt hier auch noch mit rein. Ah, das ist so typisch, dass es bei den Deutschen fehlt. Das nervt mich manchmal wirklich. Ja. Hat aber einen Grund, warum die fehlen. Kosten. Ja. Ja. Und Lizenzen. Ich meine, es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Früher haben sie dann von den englischen Fassungen abgescannt und übersetzt. Dann war natürlich die Druckqualität zweimal gescannt und das war überhaupt nicht schön. Aber naja, man muss sagen, also bei Akira war es damals toll. Ich habe das damals wirklich geliebt, was Carlsen da auf den Markt geschmissen hat. Es war halt koloriert, es war sehr gut zu lesen, fand ich super. Ja, Akira, glaube ich, war auch eine Ausnahme. Muss man auch machen. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch der Rest war eher so, oh Gott. Ja, muss man für Akira die machen, Version die Ausnahme. Die könnten allerdings auch nochmal auf den Markt schmeißen, bin ich der Meinung. War gerne. Klasse, aber dieses Mal bitte, Carlsen, wenn ihr es vorhabt, tut mir einen Gefallen, bindet die Bücher vernünftig und nicht so, dass sie nach dreimal lesen wieder auseinanderfallen. Wenn man sich dann beschwert, schickt er kein Batman rüber. Kurzerklärung, ich hatte mich damals, das war so meine Anfangszeit, und das Ding fiel auseinander und ich habe dann Carlsen angeschrieben, darum gebeten, ey Freunde, das kann ja wohl nicht sein, man kauft sich das Ding nach dreimal lesen, pluff, alle Seiten raus. Fein säuberlich, weil hinten der Kleber nicht gehalten hat. Ja. Und dann kam eine Nachricht à la, wir haben leider keins mehr, aber ich schicke dir als Sorry einen Batman-Comic. Ja, das ist genau das, was ich wollte. Ja, das habe ich mir in dem Moment auch gedacht. Ich habe da nicht mit zurückgeschrieben, freundlich gefragt, ob die einen an der Waffel haben, aber ich meine, ich mag Batman, so ist es nicht, aber die damaligen Sachen waren nicht wirklich toll. Wenn du mit deinem Manga zum Buchbinder gehen musst, könnten sie das für mich restaurieren? Also erstens habe ich ihn nicht mehr mittlerweile, schade eigentlich, weil wirklich alle 19 Bände auseinander, war noch 19, ne? Ich glaube ja, alle 19 Bände zerflattert sind. Und zweitens, in meiner Heimat gab es keinen Buchbinder. Mensch, ich bin auf dem Kuhdorf groß geworden. Ich war überhaupt das froh, dass Problem ich einen Buchladen hatte. Und glaub mal, wie die immer doof geglotzt hat, wenn ich mir einen Akira oder Crying Freeman oder so bestellt habe. Oh Gott. Lassen wir das mal. Jo. Dunklen Zeiten da an. Die dunklen Zeiten, yeah. Aber ich finde das ganz gut, dass sie halt das neu auflegen. Manga sind ja schnell vergriffen, bekommen nicht oft Reprints und von daher hat man so eine neue Möglichkeit, Fullmetal Alchemist zu lesen. Ja. Ja. Eine weitere News bei Ultraverse ist, dass sie einen deutschen Manga angekündigt haben, namens, und da steht, und das ist auch wirklich im Titel, Hashtag Plüschmond. Nochmal, wie? Hashtag Plüschmond. Achso, ich habe gerade War verstanden. Was? Plüschmond, das hat sich wenigstens interessant angehört. Ja, Plüschmond. Das ist von einer Dame namens Daniela Winkler, auch bekannt als Horrorkissen. Ja. Und in 4 Bänden soll das Ganze abgeschlossen sein. Es startet ab Oktober und ja, kommt halt aus den deutschen Landen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass Ultraverse einen deutschen Manga bringt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Muss das erste Mal sein. Ja. Von daher. Aber wenn Ultraverse den bringt, heißt das, dass der qualitativ gar nicht mal übel sein muss, weil eigentlich hat Ultraverse bisher nur sehr qualitativ gute Sachen auf den Markt gebracht. Ich meine, klar, wer dahinter steckt oder wer ein bisschen sich auskennt, weiß, wer dahinter steckt. Und da ist ja wirklich jemand, der echt Ahnung von den ganzen Krams hat. Ich muss sagen, zeichentechnisch sieht er auf den ersten Blick aus wie Standard-Deutsch-Manga. Also. Nur für zum Thema, ich hatte mal Hoffnung für 2 Minuten, danach war ich in dem Podcast. Es tut mir so leid. Das glaube ich dir jetzt nicht wirklich. Ja, ich finde es immer wieder
schön, wenn man so versucht, die deutsche Szene da ein bisschen zu verstärken. Ich habe ja damals hier, wie heißt das nochmal, Goldfisch gelesen und fand das zumindest rein zeichnerisch gar nicht mal so schlecht. So, also es, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt einige Manga, die, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man die Manga oder Comics nennen soll. Ja, ich finde, kann man schon Manga nennen. Also sie sind ja eindeutig, die haben ja eindeutig diesen Stil. So. Es gibt definitiv einige qualitativ sehr hochwertige hier in Deutschland, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man jetzt das ganze Boys Love Quatsch, Blödsinn, Gedöns da mal ausblendet, sorry, es ist einfach nicht mein Thema, sind ein paar sehr schöne Sachen dazwischen. Also, von daher. Ja. Ja, mal noch ein bisschen schauen. Mehr auf den Markt schmeißen. Schaden kann es nicht. Werden wir mal schauen, wenn das Ding dann draußen ist. Ansonsten haben wir noch, dass Kasey den Film zu Saga of Tanya the Evil lizenziert hat und yes. auf der Animagic zeigen wird, plus dass Ehrengäste da sind. Ich weiß jetzt gar nicht. Kurze Korrektur, aber nur ein paar Minuten. Nur ein paar Minuten von dem Film? Ja, nicht den gesamten. Ah, okay, das ist schade. Die ersten 7 Minuten, ja. Dafür gibt es aber wenigstens einen Blick hinter die Kulissen mit dem Produzenten und Regisseur, wenn ich mich gerade nicht irre. Suche ich gerade auch nochmal. Also auf jeden Fall Produzent. Ja, genau, und Regisseur, okay. Ist das ein Trend, den ich einfach nicht beachtet habe? Wird das in den letzten Jahren öfters gemacht, dass man auf den Messen dann so 5 bis 10 Minuten von dem Film zeigt? Das war also zu uns rüber. Ja, also in Hollywood, so bei englischsprachigen Messen passiert das allgemein eigentlich schon relativ häufig. Ja. Also auch auf der Comic-Con hast du ja sowas zum Beispiel ganz, ganz häufig, dass da die ersten paar Minuten von irgendwelchen neuen Filmen da gezeigt werden. Oh, okay. Yep. Aber so viel dazu. Ich freue mich auf jeden Fall. Fire Force, beginnt der nächste Season? Ich glaube. Ja. Der Anime der nächste Season beginnt von dem gleichen Mangaka wie Soul Eater von dem Studio David Production. Wird wohl eine 4-Kur-Serie. Also so mit 51 Folgen so. Ja, ich meine, komm mal, das riecht doch schon von Weitem nach klassischen Shonen, oder? Klar, ja. Kommt da massenweise. Ich meine, das muss ja heutzutage nichts heißen, weil wir haben viele Serien, die auch klassische Shonen sind, aber die dann halt nur so 12 Schnupperfolgen quasi bekommen. Ja, aber da wird ja auch der Manga gepusht, das musst du in dem Fall ja nicht machen. Der Manga ist ja eh schon Verkaufsschlager. Wenn du jetzt so einen 12er hast, wie Wiseman Grandchild oder irgendwie sowas, das ist ja rein nur dafür da, um im Prinzip den Manga oder die Novel oder so verkaufstechnisch zu fördern. Oh ja, der da. Darüber kann ich später noch ein kleines bisschen auslassen. Oh, gerne. Ich freue mich aber halt einfach wirklich, weil ich mag den Mangaka von Soul Eater, ich mag halt Soul Eater auch recht gerne und ich mag davon auch beide Versionen, ob man es uns glaubt oder nicht. Also sowohl Manga wie auch Anime. Und gleichfalls. Freue mich halt, dass er da gleich nochmal eine längere Serie bekommt. Ich bin da hart. Ich habe mir geschworen, ich gucke mir erst an, wenn Hunter x Hunter weitergeht. Hoho, das. Ja, okay. Das ist irgendwie gut. Du bist ein Mann, der spielt gerne mit dem Schicksal, weil das, da nein, stehen die Chancen nicht besonders gut. Nein, ich mag einfach Fire Force nicht. Ich kann mich freuen von diesen Standard- oder 15 Shonen-Krams. Das ist mir einfach zu langweilig. Weil es ist immer derselbe Scheiß. Meistens, ja. Naja, ganz, ganz selten ist es mal. Aber wirklich ganz selten. Da brauchst du schon eine Lupe, um was anderes zu finden. Ja, ich meine, die einzige Serie, die ein bisschen anders ist, ist Hero Academia. Aber auch nur ein bisschen. Ja, aber mittlerweile auch schon ganz schön ausgelutscht. Gab es nicht auch noch eine neue Lizenz bei Anime On Demand? Oder irre ich mich da gerade? Ach, darüber wollte ich nicht reden, weil ich es nicht so spannend fand. Das ist ein Isekai, darüber müssen wir reden. Das war jetzt ein Scherz, ist schon okay, lassen wir das Thema. Ja, nee, das war jetzt nur, jetzt kann man es doch sagen, dieser Ari Furita, yep. Der da über Anemo und Drit lizenziert wird. Yep. Das ist dieser Anime, der, ich glaube, der sollte schon 2016 oder 2017 starten und dann haben wir den verschoben auf ungewiss und jetzt kommt er halt. Naja, er muss doch jetzt auf der Welle mitschwimmen, ne? Ja. Verschoben heißt meistens auch, Qualität muss echt scheiße gewesen sein. Also ja, ich bin mal gespannt, was sie draus gemacht haben. Dann gab es ein neues Spiel zu Utabare Mono, wurde angekündigt. Utabare Mono, meinst du? Das Heldenlied? Ja, Heldenlied. Ah, okay, alles klar. Utabare,
Oh, ja, tatsächlich. Ich hab das ist ein Zungenbrecher, das ist in Ordnung, da darfst du falsch liegen, sagt Heldenlied. Aber Heldenlied kennt man halt auch nur, wenn man auch damals den deutschen Release mitbekriegt hat, weil ich glaube, anderswo heißt das so nicht. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, das bekommt ein neues Spiel. Ich glaube, das letzte Spiel kam 2014 oder so raus. Ungefähr der gleichen Zeit kam ja auch die Anime-Fortsetzung. Der erste Anime ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ja, aber noch viel dazu gesagt wurde jetzt auch noch nicht. Also, ob das eher eine klassische Visual Novel ist oder wieder irgendwie Gameplay mit drin. Isekai Quartett haben wir. Genau, ich zweimal News to Pro 7 Max habe ich. Die kürzere, sie bringen Captain Tsubasa ab September, also das neue Captain Tsubasa, das wie ich es gerne nenne, Tsubasa's Bizarre Adventure. Weil es halt von den gleichen Leuten ist wie JoJo's Bizarre Adventure und halt wirklich den gleichen Stil auch hat. Und dann das Längere ist, dass die Anime Night ein bisschen umgekrempelt wird bei ProSieben Max. Zuerst gab es ja irgendwie die News, die da Seiten irgendwie falsch aufgegriffen haben. Das wird komplett abgesagt. Oh mein Gott, die Hölle ist los. Stopp. So war es. Es war keine Falschmeldung. Also sprich, das heißt auch nicht, dass sie komplett gecancelt wurde oder so, sondern einfach nur, dass sie am Freitag nicht mehr laufen wird. Ja. Und von daher, eine wirkliche Falschmeldung war das jetzt auch nicht. Das wurde nun mal wieder ein bisschen hochgeschaukelt. Ja, okay. Dann in den falschen Hals gekriegt, jawohl. Kann man so auch sagen. Also auf jeden Fall wird es halt ab 27. August soll das Ganze dann nicht mehr freitags stattfinden, sondern immer nur noch dienstags. Und man will irgendwie halt selbstverständlich wieder neue Serien mit ins Programm aufnehmen. Ich schätze mal, vom Freitag auf Dienstag verschoben, weil irgendwie hat sich dann wohl doch nicht so ganz gelohnt und dann macht man es halt einfach irgendwie in der Woche. Ja, man kann halt nicht skippen beim Fernsehschauen, ne? Ja, du, ich weiß auch nicht. Ich habe früher immer, wenn Anime-Nachten im Fernsehen waren, habe ich die eh aufgenommen. Ich saß doch nicht davor für die Nacht. Nicht? Nee. Aber doch Vox Evangelion. Nee, aber genauso. Ja, nee, ich habe trotzdem den Scheiß aufgenommen. Ach, ihr stellt euch an. Ich habe danach geguckt. Ja, gut, mittlerweile, ganz ehrlich, wenn man die eine Folge gesehen hat und weitergucken will, wo geht man da hin? Ja. Da gibt es 1000 Seiten, wo du hingehen kannst. Also von daher. Jetzt ist es egal, ja. 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 Ja, ich bin, ich finde, die haben sich sowieso so ein bisschen selbst auch eigentlich gegen die Wand gefahren, weil sie halt viele Reruns gebracht haben von auch irgendwelchen, ja, von so Serien wie Highschool-DD und sowas. Zuerst gab es halt Titten ohne Ende, danach wurde es qualitativ ein bisschen besser, aber es war trotz allem immer nur dieser übliche Scheiß. Also Conan, One Piece, etc. Blablabla. Ja, das kam ja nicht in der Night, das kam ja immer, das kommt ja generell so nachmittags, kommt so. Conan und Naruto. Ja. Daran merkt man übrigens, dass ich keinen Fernseher habe. Da kommt's raus. So. Ja, ich finde, also als sie damals angefangen hatten, dachte ich, hatten sie eigentlich schon ein starkes Line-Up. Was hatten sie damals? Da fand ich. Ja, Akamega Kill hatten sie als erstes, den fände ich eigentlich ganz nett. Ach, den Rest kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Ja, aber ganz ehrlich, es gibt mittlerweile so viele Streaming, also legale Streaming-Dienste in Deutschland, die haben doch fast alles, wenn man es mal zusammenrechnet. Warum soll ich mir dann ProSieben Max antun? Und vor allen Dingen, was will ich denn mit diesen blöden Filmschnipseln zwischen den Werbeblöcken? Nee, habe ich keine Lust zu. Ich finde, also, die bieten das dann ja auch immer eine Woche noch online an. Und das ist mir dann auch zu blöd, das da online zu gucken, weil die schießen einem da so viel Werbung rein. Jo. Meine Fresse. Abgesehen davon, ich will meinen App-Blogger nicht deaktivieren. Ich liebe das Ding. Weil ganz ehrlich, wenn schon unsere Leser den App-Blogger ständig anhaben und dadurch nicht auf die Werbung klicken, dann darf ich das ja wohl auch. Ja, gleiche Behandlung für jedermann. Ja, finde ich auch. Keine Werbung, keine Werbegelder für Webseiten. Jawohl. Keine Werbung für alle. Stopp, halt, hier läuft irgendwas falsch. Nein, also klickt bei uns bloß auf die Werbung. Wir brauchen das Geld. Ein bisschen Geld, geil. So, und zwei Kleinigkeiten habe ich noch. We Never Learn bekommt eine zweite Staffel. Ach gut, Güte. Ja, das heißt, ich darf mich auf mehr Bilder zu dem Tannen-Girl freuen. Das finde ich gut. Und Censorroll bekommt einen dritten und finalen Teil. Da freue ich mich riesig drauf. Ich mag den Uki echt, echt gerne. Der hat die Character-Designs zu Ritama und Digimon Adventure Tree beigesteuert und hat halt Censorroll damals komplett alleine gemacht. Jetzt kam Censorroll Connect. Es läuft aktuell im Japan im Kino. Und jetzt wurde halt angekündigt, da kommt noch ein dritter und letzter Teil. Und
ich freue mich einfach riesig, dass er sein Herzensprojekt da auch so durchzieht. Und ich will's sehen. Ich bin einfach sehr gespannt. Läuft! Ja, aber ich habe keine Ahnung, warum da eine zweite Staffel von Bokuben kommen muss. Ich meine, das ist so durchschnittlich, da könntest du eine neue Messlatte dran ausrichten. Das ist gut verkauft. Ja, aus irgendeinem Grunde. Aber ich weiß aber nicht, warum sich das gut... Ja, die Merchandise. Wir haben das Thema ja später noch. Ja, ich erklär's dir gleich. Wir haben gleich die Zeit. So, dann, wo wir jetzt mit den News fertig sind, wollen wir zu dem Kram kommen, den wir in letzter Zeit so gesehen haben. Und ich schätze gerne mal, da Matze und ich da eine kleine Gemeinsamkeit haben, wollen wir mit der anfangen? Haben wir das? Ja, eine gewisse Netflix-Serie. Ach stimmt, ich habe Agretzko geschaut. Genau, da kam jetzt die zweite Staffel raus. Und da habe ich mich gestern direkt drauf geschmissen und in so gut wie einem Stück durchgeschaut. Und du hast es jetzt zum ersten Mal überhaupt gesehen, Matze. Ja, ich habe die komplette Serie von Anfang bis Ende mir reingezogen. Sie ist frisch im Hirn. Sehr gut. Wie fandest du es denn? Ich bin im Großen und Ganzen ziemlich positiv dagegen eingestellt. Also die Serie ist gut. Das ist nicht nur solide, das ist nicht nur in Ordnung, das ist gut. Ich muss allerdings sagen, ich fand die erste Staffel etwas besser als die zweite. Okay. Mhm. Der Grund war einfach, die zweite hat mehr Abwechslung geboten, aber dafür auch weniger Fokus, meiner Meinung nach. Also, ja, du kann ich verstehen. Ja, ja. Was will ich ein großes Ganzes über die Serie sagen? Sie ist ein bisschen anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe, als meine Erwartungen daher kamen. Sie ist weitaus gesellschaftskritischer gewesen, als ich das ihr zugetraut hatte. Und der Hauptcharakter, das ist ja ein ziemlicher Sympathiebolzen, unser Mädel, ne? Ja, das alles dadurch, die alles durchleiden muss. Aber meine Güte, ich hatte nicht erwartet, dass die mich so oft richtig auf die Palme bringt. Die ging mir auf die Nerven manchmal. Echt? Dass ich den hier so richtig auf einem Treibtisch mich festhalten musste und sie anbrülle. Mach doch was, reiß dich zusammen, Mädel! Du weißt aber schon, dass das nur eine Serie war, oder? Ja. Dass sie dich nicht hören konnten und so weiter, hast du hoffentlich mitbekommen. Ja, das ist... Ich weiß, dass das vollkommen nutzlos ist, was ich hier tue, aber trotzdem, der Frust muss irgendwo hin. Kauf dir einen Sandsack. Ich hab einen Sandsack, aber ich renn doch nicht, während ich die Serie gucke, zwei Stockwerke weiter runter, um mich abzureagieren. Ja, warum hängst du den nicht neben deinem Fernseher? Ist doch anscheinend besser. Nö, ich hab keinen Platz in meinem Zimmer, das geht nicht. Na toll. Ja. Welche Sprache hast du es denn gesehen? Ich hab's auf Japanisch geschaut. Ach so, weil ich hab beide Staffeln auf Deutsch gesehen. Man muss wirklich sagen, aus irgendeinem Grund leben wir in einer Zeitlinie, sage ich jetzt einfach so, in der Agretzko eine der besten deutschen Synchros auf Netflix bekommt und sowas wie Evangelion einer der schlechtesten. Du, das kann ich mir aber fast erklären, weil hinter Agretzko steht halt Sanrio und das ist ein Konzernchen und das sind halt auch alles Maskottchencharaktere und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwo jemand gesagt hat, das macht er richtig. Naja, es könnte vielleicht auch daran liegen, dass das Studio von Evangelion das erste Mal ein Anime synchronisiert hat. Also, ich meine, ja, klar, aber da also, hätte Netflix denen auch da wen Besseres die Arbeit geben können. Hätte Netflix tun können, aber haben sie halt nicht. Ja, nee. Aber haben sie nicht gemacht. Ganz ehrlich, ist das sowieso egal. Du zahlst das sowieso deinen scheiß Monatsbeitrag. Ja. Also mir ist es eh egal, weil ich den Kram auf Japanisch angucke. Nur für die Leute, die es auf Deutsch schauen möchten, ist es natürlich dann so, jetzt zahle ich schon meinen Monatsbeitrag Netflix und du machst trotzdem so einen Scheiß. Ah, komm. Also wenigstens die englische Synchro. Bei Netflix funktionieren Serien wie Jessica Jones. Also da wundert mich mittlerweile sowieso überhaupt nichts mehr. Tiefschlag war eigentlich in Ordnung. Der Tiefschlag, das war einfach nur so, ja gut, dann nehmen wir halt Daredevil, der wurde auch gefeiert. Der ist schon auch in Ordnung. Dann nehmen wir halt Iron Fist. Mann, jetzt hör auf, er fällt gleich. Okay, der war nicht in Ordnung, der war kacke. Da kann ich auch nichts sagen. aber ich muss wirklich sagen, die deutsche Version von Agretzko ist halt wirklich einfach überraschend gut. So, also das Dialogbuch ist gut, die Regie davon ist gut, alle Sprecher sind passend besetzt und klingen richtig super. Stopp, jetzt habe ich da eine Frage, eine ganz wichtige Frage. Die Agretzko schreit ja ihren Frust in der Karaoke-Bar ab, indem sie Death Metal singt. Die ganzen Gesänger sind halt nicht übersetzt, die sind dann auf Japanisch mit Untertiteln. Aber das kann ich tatsächlich so gut wie der Rest ist verschmerzen. Weil, Alter, gesagt, ich,
Gerade das jetzt, ja, was? Ich werde durchgedreht, wenn die deutschen Synchronstimmen dann Death Metal gesungen hätten, richtig gut ist. Das wäre interessant versteht geworden. Versteht doch sowieso keine Sau. Das wäre aber zumindest gut. Also dann hätte ich es mir auch angeguckt. Nee, aber gerade das deutsche Dialogbuch ist halt wirklich gut geschrieben und da ist viel, was gut an so unsere deutsche Umgangssprache dann so ein bisschen angepasst ist. Also wenn Feniko ihr Handy nutzt, dann redet sie halt irgendwie darüber, dass sie Insta abcheckt, ne? So wie man das heutzutage bei uns sagt. Man sagt nicht Instagram, das heißt einfach nur Insta und sowas landet dann drin. Und ja, auch dass ihre Firma in der deutschen Version Abzocki GmbH heißt, finde ich richtig gut. Weißt du, wer das Buch geschrieben hat? Das weiß ich leider nicht, nein. Aber das ist wirklich ein gutes Buch. Muss ich mal nachgucken. Haben wir denn, wie heißt es nochmal, Synchronkartei? Mhm. Ich schlag mal drauf. Und Matze kann währenddessen irgendwas dazu sagen zur Kretzeko. Ich fand den gesellschaftskritischen Teil von Agretzko ziemlich gut. Da wird eine ganze Menge von dem klassischen Problem in der japanischen Adamsgesellschaft angesprochen. Natürlich gleich, nicht gleich zu Anfang, doch ungefähr gleich zu Anfang. Die Angelegenheit von wegen, dass die Vorgesetzten ihre Macht ausnutzen, um die Mitangestellten ein bisschen zu mobben in ihrer Arbeit. Ich wollte ganz kurz erwähnen, dass sie gespoilert wird. Ja, ich meine, so ein gigantischer Spoiler ist es nicht. Ich meine, das ist nur eine Szene von Hey, ich hab die Serie noch nicht gesehen. Für mich ist es gerade Mega-Spoiler. Oh. Ja, nee, ich verrate nicht, wie es ausgeht. Selbstverständlich nicht. Alle haben sich lieb. Nein. Nee, ist mir schon klar. Obwohl, das Tolle ist an der Serie, dass sie es schafft, selbst diese so ein bisschen karikaturmäßig überzogenen Bösewicht-Charaktere später menschlich wirken zu lassen. Also jeder bekommt seine Gelegenheit, mal besser beleuchtet zu werden und dass er seinen Charakter ein bisschen mehr versteht. Es ist nicht schlecht gemacht. Es ist nicht so, dass sie traut sich nicht, dann irgendwie groß progressiv zu werden, die Serie. Es ist nicht so, als ob die bestehenden Verhältnisse umgestürzt werden oder so etwas. Nee, so weit geht's nicht. Aber sie spricht zumindest an, was alles problematisch sein kann im Alltagsalltag von Japan. Ja. Ich muss bei der Serie auch noch eine Sache sagen, die ich da wirklich einfach gut finde, ist, wie die Tieravatare halt genutzt werden. Ja. Also bei BoJack Horseman hast du halt zum Beispiel ja nur Tiere für visuelle Gags in den meisten Fällen. Da sind die nicht wirklich repräsentativ für irgendeinen Charakter oder so. Aber hier hast du halt passende Tiere auch ganz oft zu dem Charakter oder deren Position oder sonst irgendwas. Da ist immer irgendein Gag mit dran, warum die ausgerechnet dieses Tier sind. Also du hast Washimi, die halt ein Sekretärvogel ist. In der zweiten Staffel gibt es eine neue Figur namens Anai, was ein japanischer Dachs ist, was auf Latein heißt Meeresanakuma und was halt dann wieder eine Anspielung ist auf Akuma und deswegen ist er ein ziemliches Arschloch. das ist wirklich gut gemacht und halt auch, dass der Chef ein Schwein ist, ist halt einfach das Beste. So. Beziehungsweise nicht der Chef, aber halt der Vorstand von Retsuko. Ja, der Abteilungsleiter. Der Abteilungsleiter, genau. Nee, das ist cool gemacht. Es ist einfach lustig, unterhaltsam. Ich finde es auch gut, dass das Format von 15 Minuten pro Episode da genommen wird. Das ist irgendwie nicht Standard. Es ist keine halbe, es ist auch keine ganze. Aber irgendwie, finde ich, hat es immer gepasst in der Serie. Es ist angenehm, es lässt sich so schnell durchschauen. Also wirklich, als ich das gestern angefangen habe zu gucken, die zweite Staffel, es war einfach plötzlich vorbei. So hat es sich angefühlt. Ja. Wirklich das Einzige, was ich zu der Serie sagen kann, was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass sie vielleicht nicht progressiv genug ist. Auch unser Hauptcharakter, unsere Agretzko, hat am Ende Träume für die Zukunft, die eher ein bisschen traditionell und konservativ sind. Mhm. Ne? Aber ich meine, das ist kein gigantischer Kreditpunkt. Ja, ich fand es auch dann bei der zweiten Staffel, dass es dann da so ein bisschen in so eine Richtung geht, wo ich mir eher gewünscht hätte, dass man vielleicht auch die Perspektive von Tadano noch so ein bisschen ins Genauere nimmt. Weil ja, er ist ja eher der Progressive, während Retsuko ja eher ein bisschen konservativ ist. Ja. Und ich meine, letzten Endes gehen die in Frieden auseinander. Und ich finde das wirklich gut gelöst. Also, was heißt in Frieden auseinander? Aber es gibt keinen Krieg. Genau, es gibt keinen Krieg. Also
Leben und leben lassen. Das funktioniert schon gut, dieses Ende, was sie da gemacht haben. Und nur, ja, ich weiß nicht. Ich finde, Tadano wird halt so ein bisschen als zu sonderbar vielleicht dargestellt in der zweiten Staffel dann. Ich meine, er ist schon abgehoben. Er ist im Endeffekt der Elon Musk-Typ. Das dachte ich mir in dem Moment auch ein bisschen. Er ist schon so ein bisschen Elon Musk, auch wie Haida so ein typischer Elon Musk-Fanboy fast ist. Yep. Nee, aber lohnt sich total. Im Endeffekt ist es auch gar nicht so viel Material, wenn man sich's überlegt, ne? 2x10 Episoden? Ja, 2x10 Episoden, jeweils 15 Minuten. Also 5 Stunden insgesamt. Ja, es hat man schnell mal weg. Wie bitte? Kein Wunder, dass es für dich so schnell zu Ende war. Ja. Da zieht man beim hohen Sampler schon runter. Nun. Aber ja. Es ist einfach. Ich mag die Serie echt gern. Also ganz ehrlich, das ist auch dieses Jahr wird es, glaube ich, wieder einer meiner Highlights, Agretsuko. Es ist einfach so eine tolle Serie. Ich habe mir gedacht, da könnte man eigentlich mehr Animes machen mit Maskottchenfiguren. Wenn sie irgendwie ein Gehalt haben. Jetzt bring bitte nicht die Japaner auf blöde Ideen. Die haben schon dumme Ideen. Solange die halbwegs Gehalt haben, wie diese Agretsuko-Serie, ist mir das alles recht. Ne? Du musst mal Rilakkuma gucken. Rilakkuma. Rilakkuma. Ja. Okay. Weil die Serie ist halt so ziemlich auch im selben Stil wie Agretsuko eigentlich. Also auch so ein bisschen gesellschaftskritisch. Und so ein bisschen auch relaxter und so ein bisschen über die Probleme des Erwachsenenalltags. Das ist aber auch ein Maskottchen, oder? Ja, Rilakkuma ist auch ein japanisches Maskottchen. Ah ja, da kommen wir sehen. Die Maskottchenkriege haben begonnen. Beides auf Netflix auch komischerweise. Netflix macht Maskottchen-Anime jetzt mit den Japanern. Ja, also die Maskottchenkriege haben begonnen. Wir wissen, was für ein neues Spielbad rauskommt. Ja, oh, ich hätte gerne eins. Maskottchen-Fight-Game? Ja, oh verdammt. So ein Smash-Klon mit Rilakkuma und Hello Kitty und Agretsuko und so. Ich meine, ja. John Oliver würde dafür Werbung machen. Bitte mit Cheatern, genau. Wir brauchen einen Cheatern-Anime. Ja, soweit ist es. Ich dachte, wenn wir mal den Sushi drehen wir am Rad, weil es warm ist. Aber nein, wir schaffen es hier auch. Ja, okay, dann kommen wir mal von Agretsuko weg. Mats, möchtest du weitermachen? Ich habe das Ende der letzten Saison erlebt. Ich habe nämlich. Das tut mir leid für dich. Ja. Damit ist alles gesagt, nächstes Thema. Hey, ich darf mir aber noch ein kleines bisschen was meckern, oder? Ja, kommt doch an. Ja. Okay, pass auf. Okay. Dieser Isekai-Anime, der Parallelwelt-Anime mit dem Enkel von dem Weisen. Ja, so weiß man Grandchild. Ja. Der hat angefangen wie Schrott. Dann habe ich mir gedacht, ist okay, es ist Fast Food. Ich kann auch mal Fast Food vertragen, besonders weil es ganz lustig war. Dann wurde er immer schlechter und immer schlechter und gegen Ende ist der Drehbuch sowas von Hanebüchen. Der einzige Grund, warum es sich lohnt, noch weiterzuschauen, ist, dass sie in den letzten Episoden aus irgendeinem Grund angefangen haben, aufzudrehen, mit den Muskeln hier rum sich zu schmeißen und Animationen zu zeigen, die richtig gut sind. Aber hey, sie konnten fliegen. Sie konnten fliegen. Also, ne? Und die haben auch einen ganz tollen Namen. Wie war das? Der ultimative Zauberer oder irgendwas? Ja, die Ultimate Magicians. Da hat sich ja noch viel bei gedacht. Aber hey, die Serie hat sich vollständig an den üblichen Klischees so dermaßen orientiert, dass es mich nicht wundert, dass sie durchaus beliebt ist. Ja, leider Gottes ist dann die Qualität gegen Ende so runtergegangen. Kann das letzte Mal Crunchyroll zahlen? Es ist halt jetzt kaltes Fastfood. Das will man nicht mehr essen, meiner Meinung nach. Auch wenn noch ein paar leckere Knümelchen dazwischen sind. Du weißt, aber man kann nie besoffen genug sein, um kaltes Fastfood abzulehnen. Also wenn es Bremsklötze sind, weil es so richtig schön harte Buletten vom Vortag, mit denen du eine Tür aufstellen kannst. Mit Senf geht alles. Mit Senf geht alles. Also ich meine, ich esse kein Fleisch, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Also einen kalten Burger würde auch ich nicht mehr essen. Nee, kalten Burger vom Vortag. Kannst du als Wurfscheibe benutzen. Oh mein Gott. Ich finde das Thema über kalte Burger gerade interessanter als Wildman Grandchild. Das ist eine normale Reaktion. Ja, befürchte ich.
muss wirklich sagen, die Animationssequenzen, besonders in den letzten zwei Episoden, waren toll. Auch der Kampf in den letzten zwei Episoden war toll. Er war wirklich spannend, weil er hat ja seine Schützlinge ausgebaut, seine kleine Privatarmee. Aber die sind noch grün, die haben noch nicht wirklich Erfahrung. Die können zwar normale, dämonische Wesen einfach um den Haufen machen, aber wenn da mal so ein Chef kommt, so ein Abteilungsleiter von der Dämonenarmee, der spielt die gegeneinander aus. Also der ganz hat ehrlich, sorry, aber du erzählst das hier gerade total blödsinnig. Ja, sie können die kleinen Humpel platt machen. Sie schaffen es aber nicht, eine schwangere Abteilungsleiterin platt zu prügeln. Also irgendwas läuft da schief. Was, war die schwanger? Ach stimmt ja, die war die schwanger. Du stimmt. Hast die letzten zwei Minuten nicht geguckt. Ich glaube, mein Hirn hat abgeschaltet. Aufgehört. Kämpfe haben aufgehört, da war nichts mehr interessant. Ich habe es auch nur mitbekommen, weil ich gerade wieder wach geworden bin. Vorbei? Oh, cool. Kannst auf jeden Fall, das war das. Dabei müde zu werden. Es war für mich halt das erste Mal in der ganzen Serie, dass ein bisschen Spannung da war und dass die Animation auch gleich abging. Das war gleich zu viel, oh Gott. Nee, also ganz ehrlich, selbst ein Spannungsbogen, muss ich mal. Nee. Der war so vorhersehbar. Das war so dieses, ja, jetzt kriegen sie gleich auf die Mütze und dann kommt der Obermacker und der bombardiert da ein bisschen rum und dann schaffst du zu fliehen, weil wir brauchen ja diesen Split, weil entweder kommt eine zweite Season oder die scheiß Novel muss verkauft werden. So, sie haben sich natürlich für die, also hoffe ich jedenfalls, für die Novel entschieden. Ja. Gut. Also, ja klar, das Drehbuch war unter aller Sau, aber naja. Das Ding ist halt, reiner Anime, ich sag mal, nicht wirklich für unsere Altersklasse geeignet. Also sprich, alle Menschen, die schon ein ausgereiftes Gehirn haben, gucken so einen Scheiß nicht. Ich weiß nicht. Also, ich gucke so einen Scheiß andauernd. Was bin ich für einer? Wollen wir darüber jetzt wirklich offen im Podcast diskutieren oder wollen wir das danach machen? Das überlasse ich unseren Zuhörern, die können das für sich entscheiden. Genau, stimmt ab, sollen wir das nächste Mal über die komischen Sprecher hier reden? Also ich habe gerade mal übrigens was nachgeguckt, bei so einem japanischen beliebten Mobile Phone Online Dienst gab es irgendwie NTT Docomo heißt das, wenn ich das. Ja, ja, ja. Gab es eine Umfrage bezüglich, was sind die beliebtesten Anime in der Spring Season 2019? Die Umfrage ist vom Anfang Mai, vom 7. Mai. Und da haben wir auf Platz 1 Wise Man's Grandchild. Nee, oder? Doch, aber das liegt doch daran, NTT. Docomo, also bei solchen Umfragen machen eher jüngere Leute mit, in der Regel. Ja. Und ihr müsst auch überlegen, das Thema Isekai ist momentan in Japan total angesagt. Ja, jede verdammte Saison, zwei Stück mindestens. Ja, Kadokawa hat doch angekündigt, jetzt jede Season mindestens einen rauszubringen. Also von daher, wundern tut es mich nicht. Es war halt auch sehr leichte Kost, die man halt eben wirklich, ganz ehrlich, die hat man zum Mittagessen geguckt, weil man braucht Ablenkung oder so. Aber er weist halt eben alles das auf, was ein Isekai halt ausmacht und vor allen Dingen auch das, was viele sehen wollen. Weißt du, du hast halt eben, ja, und ich war so gestresst in meiner alten Welt. Ich glaube, er war ja Programmierer mal wieder, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Dann bin ich halt da woanders hingekommen und dann war ich auf einmal der Stärkste und ich rock da jetzt alles und bin der Superstar. Das ist so dieses. Ich sag mal, die Standard. Ja, so Realitätsflucht. So genau. Ein Auto, als würde ich mich vom Spiegel stellen und sagen, ich bin Adonis und jede Frau würde mich haben wollen. Wäre auch totaler Quatsch, aber das sagen wir ja keinen. Und genauso sind Isekai aufgebaut. Deswegen funktionieren die Dinge auch so gut. Weil gerade in Japan, ganz ehrlich, bei dem Arbeitspensum und überhaupt dem sozialen Gefüge da, da brauchst du solche Gedanken oder baust du ja automatisch auf. Ja, der Eskapismus. Aber ja, man muss auch sagen, Eskapismus ist ja im Endeffekt der ursprüngliche Sinn und Zweck von so Zeugs. Ne? Richtig. Na. Also, kann man eben nicht böse sein. Ich meine, er hat seine Berechtigung, er ist vorbei für uns, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich hoffe, Kase ist nicht so verrückt und bringt das Ding auch noch auf CD raus. Wahrscheinlich schon. Ja, natürlich. Ja, obwohl, nee, alle bringen sie ja, glaube ich, nicht, wenn ich mich gerade nicht irre, aber das ist halt schon einer unter ferner Liefen. Ja, ferner liefen, definitiv. Gut, ich habe natürlich mich nicht nur in der Moderne rumgetrieben. Ich habe auch meine alten Animes fertig geguckt. Ich habe die Gundam-Serie After War Gundam X. Die ist cool. Die habe ich zu Ende geschaut. Das ging recht schnell. Der hat mir nämlich Spaß gemacht und dann kommt man schnell zum Ende. Eine Gundam-Serie hat Spaß gemacht. Ja. Hey, Gundam-Serie machen immer Spaß. Zumindest wenn man anfängt zu gucken, wo haben sie jetzt schon wieder Scheiße gebaut. Nein, aber ich mag Gundam-Serie, das muss ich ja zugeben. Ich bin totaler Mecha-Fan. Ich bin dabei, über die letzten Jahre mich durch alle Gundam-Serien durchzuschauen, ganz langsam. Das ist hart vor.
Ja, einiges. Bei einigen habe ich einfach wirklich kämpfen müssen, aber bei After War war es nicht so schwer. Was war das, was du abgebrochen hast? Victory Gundam, das war mir einfach zu. Nee. Das hat jeder gemacht, glaube ich. Das war aber auch scheiße. Ich hab 20 Episoden geschafft, bevor es einfach bei mir aus war. Ja, ich hab's bis 21 gekriegt. Danach hat mein Gehirn gesagt, so, Alter, noch eine Folge und ich wander aus. Es ist halt ausgewandert, deswegen gibt's übrigens Sumikai, aber das sage ich jetzt auch wieder keinen. Tja. Lauter Geheimnisse kommen hier im Podcast. Ja, Gundam ist dran schuld. Ich habe zu viel davon geguckt. Das war das Gehirn weg, da kam ich doofe Ideen. Schönen Dank auch. Ich habe ja schon letztes Mal darüber geredet, im letzten Podcast, dass ich die erste Hälfte geschaut habe. Jetzt kam die zweite Hälfte. Und man hat ja schon gemerkt, dass die Serie abgesetzt wurde und sie es dann schneller zu Ende bringen muss. Die Erzählgeschwindigkeit nimmt merklich zu gegen Ende. Aber es ist irgendwie die Situation von, die können das. Den Regisseuren und dem Drehbuchautor wurde gesagt, ihr müsst das jetzt zusammenkürzen. Im Endeffekt, ihr müsst die zusammenfassende Kinofassung davon machen. Und dann haben die das hier gemacht. Und meiner Meinung nach hat es richtig gut funktioniert. Es wird rund zu einem Ende geführt. Das Einzige, wo man es merkt, dass es so schnell ist, ist, dass neue Charaktere dazukommen, die voll interessant wirken, aber die kaum irgendwie Zeit haben, ihren Charakter was zu zeigen, weil keine Zeit da ist. Aber ansonsten. Regie geführt von Shinji Takamatsu. Der macht heute doch sowas gar nicht mehr. Der macht heute nur noch Comedy. Ja. Ja, kein Wunder. Ich meine, es heißt, in Japan hast du einmal eine Gundam-Serie gemacht, bist du verbraucht fürs Leben. Außer du bist Tomino, da machst du andauernd wieder Gundam-Serien. Ja, aber der kriegt ja auch nichts anderes. Nee, leider. Also von daher wundert mich das überhaupt nicht. Ich glaube, der hat einfach irgendwann auf die Stirn tätowiert bekommen, er darf nur Gundam-Serie machen. Aber Kerl. Er hat sich ja noch ein bisschen ausgebreitet in den 80ern und 90ern, aber seitdem nimmer. Nee. Ja, das ist aber auch schon in Ordnung. Zu Gundam X, was soll ich schon sagen? Einige Sachen sind bei der Serie merklich anders als bei anderen Gundam-Serien. Erstes Mal, weil halt Kill Em All Tomino nicht dabei ist, werden nicht massenweise Charaktere ausgelöscht. Mhm. Und das Hauptthema bekommt auch einen anderen Schwung. Also, was heißt einen anderen Schwung? Es kommt eine andere Wendung. In den ganzen anderen Gundams ist es ja so, dass das Thema New Type und Philosophie darum ganz wichtig ist, ne? Mhm. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen Spoiler, aber die Serie ist von 1996, also bitte, ja. In After War Gundam X ist es so, dass das ganze New Type-Gedöns zerlegt wird. Und im Endeffekt wird es abgelehnt, das Thema. Ich glaube, ich bin auch der einzige Gundam, der das Thema so aufarbeitet, oder irre ich mich da gerade? Also ich habe keinen anderen Gundam bisher gesehen, der das so verarbeitet hat. Ich hatte auch bisher keinen anderen Serien-Gundam gesehen, keinen vollen Serien-Gundam, wo der Hauptcharakter kein Newtype ist und nicht der beste Pilot in der ganzen Serie ist. Stimmt. Ja. Nicht der beste Pilot, der Produkt. Nee, bei Gundam ist immer ganz einfach gestrickt. Im Prinzip hast du die zwei Fraktionen, dann hast du einen aus der einen Fraktion, der bei den anderen halt mitkämpft oder komplett dazwischen steht. Und der gehört immer zu dieser Fraktion, die entweder mal arm dran ist oder die ganz, ganz bösen. Ja, und das ist eigentlich Gundam und der ist immer der Beste. Mhm. So, ja. X ist da ein bisschen anders, Gott sei Dank. Ja, es hat zwar eine ganze Menge Sachen, die du in jedem Gundam findest. Du hast auch deinen Shah Aznabel-mäßigen Bösewicht, was hier zwei Brüder sind, die im Hintergrund Ränke schmieden und alle möglichen Leute manipulieren, um ihr Krieg und Rache zu führen. Und was hast du noch? Du hast schon einige Sachen, die auch in den 80er Gundams da drin waren, zum Beispiel. Blondie war nicht dabei. Das Blondie war nicht dabei, das stimmt allerdings. Das ist, also ohne Blondie ist ein Gundam kein Gundam. Ich meine, einen Blondie hatten wir. Wir hatten in Gundam X hatten wir den einen künstlichen Newtype. Den jungen Mann, der war ein Blondie, aber der war ja nur Nebencharakter. Ich wollte gerade sagen, die haben sie nur reingeholt, damit er nicht total vergessen wird. Ja. Aber das ist auch eine komische Sache. Normalerweise die künstlichen Newtype-Soldaten in Gundam, die überleben normalerweise nicht oder die haben ein schreckliches Schicksal. Ja. Der aber nicht hier. Besonders der Gundam hat ein ziemliches Happy End für eine Gundam-Serie. Bus? Ja. Richtig heftig. Schiefgelaufen. Ja, ist ja nicht der erste Gundam, der ein Happy End hat. Nee, nicht der erste, nee. Aber so ein glückliches Ende, nicht allzu viele Gundam-Serien. Zumindest die davor nicht. Es wird vielleicht mal Zeit, dass man aus Gundam ein einziges Mal eine richtig gute Serie macht.
Also meiner Meinung nach ist von den klassischen Gundams Zeta Gundam schon eine gute Serie. Ja, sie ist gut, aber weißt du, was ich bei Gundam ein bisschen blöd finde, ist halt, dass ständig diese Geschichte in jedem x-beliebigen Anime wieder neu erzählt und vor allen Dingen anders erzählt wird. Man steigt irgendwann einfach nicht mehr durch. Mir fehlt so die klare Linie. Damit hätten sie schon längst mal anfangen müssen eigentlich. Oh Gott, die klare Linie bei Unicorn ist ja komplett abgeflogen. Ja. Das war ein wirrer Kram, meine Güte. Er war tatsächlich von Animation her ziemlich gut, aber... Oh, wow, war der gut. Ja, vom Rest her, naja. Es ist halt wirklich so, eigentlich müsste das Gundam-Franchise in meinen Augen mal komplett neu aufrollen. Die müssten einfach mal ganz vom Grund wieder anfangen, also sprich auch mal die Vorgeschichte erzählen, weil die ist bei Gundam unheimlich wichtig. Ich meine, ja gut, also das mit der Vorgeschichte machen sie ja aktuell, ne, mit Gundam Origin. Ja, Origin ja, ist aber... Das ist aber nicht die komplette Vorgeschichte. Was ich meinte, ist halt auch wirklich die... warum gibt es eigentlich die New Types und so weiter? Also so nicht nur immer erzählen, sondern halt auch wirklich mal zeigen. Und ja. Von daher das Franchise im Prinzip neu aufbauen. Weil was ständig vergessen wird bei Gundam, ist halt... Ja, klar, es geht in Japan ab wie Schmitz Katze. Und die Baudinger da sind auch beliebt. Aber der Rest der Welt, da kommen da nicht richtig rein, weil sie einfach keinen Angelpunkt dafür finden. Und das ist halt sehr schade. Der Rest der Welt kennt nur den Gampfroboter. Richtig. Und es wäre eigentlich wirklich mal gut, die Serie dementsprechend halt auch aufzubauen. Was weiß ich, 3, 4, 5 Animes meinetwegen. Ich meine, die machen ja sowieso jedes Jahr Minimum einen. Kommt ja jedenfalls so vor. Und da dann halt alles mal vernünftig erzählen. Und dann könnte Bandai und Sunrise ohne Probleme das gesamte Franchise, auch mit den ganzen Marketing-Blödsinn, den Kids etc. bla bla, durchaus auch weltweit mit einem ganz großen Erfolg feiern. Ich glaube, es würde viele Leute geben, die sich aus dem Bausatz holen würden hier in Deutschland. Warum denn nicht? Auf jeden Fall. Was sie meiner Meinung nach unbedingt bald machen müssen, ist die alte Serie neu auflegen, davon ein Remake machen. Ja. Weil bei aller Liebe für alte Zeichnungen und Animationen, die sieht großenteils schon ein bisschen aus wie Kacke. Das hast du aber auch gesagt. Also, soweit ich weiß, ist das doch die Origin, oder? Dass das eine Nacherzählung vom ersten Gundam ist. Nein. Origin ist die Vorgeschichte vom ersten Gundam. Okay. Der erste Gundam war im Prinzip eigentlich nur hier Kampfroboter Krieg fertig. Ja. Mit der tollen Szene, der letzte Schuss. Eine der besten Szenen im Anime, glaube ich eigentlich, wenn ich mich gar nicht irre. Origin hat dann halt eben die Vorgeschichte erzählt, um nochmal dran anzuknöpfen, weil der Anime ja komischerweise ein großer Erfolg war. Und ab da sind sie dann abgedriftet. Ab da haben sie immer wieder versucht, so das Franchise, den Verkauf anzukurbeln, indem man den ganzen Mist nochmal erzählt, nur halt anders. Ganz, 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 ganz großer Fehler, den Sunrise und Bandai da veranstaltet haben. Weil war das damals eigentlich Sunrise? Nee, ne? Doch. Sunrise war die ganze Zeit. Ja. Also, dann, sorry, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber der Typ, der hat einen Knall. Gundam rebooten. Ja, aber das ist ja bei dem so vielen Animes so. Ich meine, ganz ehrlich, da wird die Geschichte so dämlich erzählt und man hat dann als Nicht-Japaner, weil wir einfach nicht Zugriff auf das gesamte Volume des Franchises haben, den ganzen Umfang, kriegt man halt einfach nicht alles wirklich mit. Und Gundam ist halt nicht nur Kampfroboter. Das ist wahr. Da ist eine ganze Menge drin. Hier, scheiße, wie heißt das nochmal? Battleship Yamato zu Gundam machen. Sowas. Ah, du meinst wie die Neufassung von Battleship Yamato. Ja, die ist gut. Also, ich finde sie gut. Ja, ich finde sie auch gut. Also, ich finde sie wirklich gut. Ich habe es auch gefeiert, dass KSM die rübergeholt hat. Mhm. Sogar ziemlich gut umgesetzt, muss ich sagen. Da ist so der Punkt, wo ich damals dann angefangen habe, verdammt, KSM kann ja doch was. Ab da wurden sie dann so mit mein Lieblingspublisher, muss ich ja zugeben. Ja, okay. Das war aber wirklich großartig, was sie da gemacht haben. Habt ihr gut gemacht. Ja. Wunderbar. Super Synchro. So, jetzt ist nur die Frage, nachdem ich diesen Gundam fertig gemacht habe, welchen gucke ich als nächstes? Versuch's doch mal mit was nicht Gundam. Ja, ich meine, ich habe noch eine ganze Menge andere Sachen, die ich gucken möchte. Ich meinte halt auch Kampfroboter-Geschichten, halt nur eben nicht Gundam. Oh, ich habe viele Kampfroboter-Geschichten, die nicht Gundam sind, gesehen. Oh. Da einige meiner Lieblinge sind natürlich Makros. Ich mag auch ein bisschen unbekanntere, wie zum Beispiel Laser oder Votoms. Oh, die sind gut. Naja, Votoms jetzt nicht so wirklich, aber Laser ist schon ziemlich geil. Majestic Prince zum Beispiel. Wer bitte nochmal? Majestic Prince. Majestic Prince, den habe ich noch nicht gesehen. Der soll ja relativ verrückt sein. Die Animation ist teilweise ein bisschen, aber so rein von der Geschichte her ist der schon, also
ziemlich genial, weil die Charaktere halt so diese, ja, ihr steuert Kampfroboter, ihr seid hier voll die Einheit. Da guckst du dir an, denkst du, geil, das sind irgendwie die ängstlichen, größten Arschlöcher und vor allen Dingen ängstlich, das ist herrlich. Geil. Hat wirklich Spaß gemacht, den zu gucken. Oder hier, adaptativ bei Ich denke gerade an das PA Works Mecha-Ding, mir fällt der Name davon ja, nicht mehr ein. Ja, ich überlege auch gerade, wie der hieß. Lief bei Netflix. Ich weiß, was ihr meint, aber mir fällt es nicht ein. Ha, das hat auch so einen beschissenen Namen, ehrlich gesagt, gehabt. Das übliche Problem. War das das mit dem... Es fing mit K an. Das war aber nicht das mit dem Samurai, der in der Zeit gereist ist, oder? Doch. Ah doch, das war das Kurumokuro. Genau, ja, genau, Kurumokuro. Der war erstaunlich gut. Ich fand den okay. Ja, also ich fand den, von der Geschichte her war der eigentlich ganz witzig gemacht und auch von der Animation war der super. Den habe ich noch nicht nachgeholt. Dafür habe ich eine ganze Menge Trailer gesehen und Szenen, aber da könnte ich mal machen. Ich meine, wenn er schon zur Verfügung steht auf den Streaming-Plattformen, dann ziehe ich mir den rein. Empfehlenswert. Yes. Jute. Lass mich mal überlegen, habe ich noch irgendwas geschaut? Ich glaube nicht. Nein. Von mir ist okay. Fertig. Dann habe ich noch Namen raussuchen, weil ich habe nämlich auch noch ein paar mehr geschaut dieses Mal tatsächlich. Okay. Ja, mal wieder. Ich hatte so zwischendurch mal nichts zu tun, weil zu warm und was machst du da? Gehst du raus und den Menschen? Nee. Nee, das macht man nicht. Das will man ja auch nicht. Also wir müssen ja nicht übertreiben. ich habe mir, Gott. Also als erstes erstmal die letzten Folgen von Astro Rising aus der Shield Hero angeguckt. Stimmt. Die haben ja die Sklaven-Anime. Ja, die Staffel zu Ende. Ich musste es unbedingt gucken und habe mir so gedacht, ja, okay, also die letzte Folge, da gab es dann so ein, okay, ja, da, wenn man das ausbaut, könnte vielleicht eventuell sogar eine vernünftige zweite Season rauskommen. Mhm. Davor habe ich mir die ganze Zeit gedacht, mein Gott, was nehmt ihr und warum kriege ich nichts ab davon? Ich meine, wenn ich so überlege, da läuft also so ein Fuzzi mit einem Schild durch die Gegend, aus einer anderen Welt, klar. Hat so ein Katzenöhrchenvieh dabei und hat so ein Mädel, Mini-Mädchen, das sich da verwandeln kann in so ein, was weiß ich, Vieh. Mhm. Und wird die ganze Zeit gemobbt. Er wird beschuldigt, dass er geklaut hat, dass er vergewaltigt oder belästigt oder wie auch immer. Und so weiter und so weiter. Der totale Monster. Ja, dann wird er rehabilitiert. Die beiden, die dafür verantwortlich sind, werden auf die Schlachtbank geführt. Und das Einzige, was dem Kerl einfällt, ist, die Schlampe nennen zu lassen. Also tut mir leid, aber ab da war das so der Moment, wo ich mir dachte, Alter, ich habe hier so viel Lebenszeit gerade verschwendet. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist mein Payoff? Ja, so dieses, mein Gott, ey Leute, denkt ein bisschen nach. Wenn ihr in der Situation wärt, ja gut, ihr würdet die Leute retten wollen, okay. Aber dann würdet ihr nicht einfach sagen, die wird für den Rest ihres Lebens Schlampe genannt. Nein, also ganz ehrlich, da würde ich mir schon was anderes anfangen lassen. Wie zum Beispiel, mein Gott, ey, legt ihr so ein Scheiß Sklaven-Dingsbums an und lasst sie halt eben in der Küche arbeiten, was ja im Prinzip nachher auch der Fall war. Als sie dann aber auch noch versucht hat, und ich weiß, sorry für die Spoiler, dann auch noch versucht hat, beim Fest alle zu vergiften, also spätestens da wäre doch der Punkt gewesen, wo, hey, da ist ein Raum, da ist eine schöne Tür, die hat sogar ein paar Löcher zum Luft holen und da bleibst du jetzt. Schon, Zug, Sache erledigt. Ich meine, wo ist denn, ich verstehe es nicht, das ist so die ganze Zeit schon so. Dieses, er kriegt voll auf die Benunsen und regt sich so 15% auf darüber. Ja, und das war's dann. Das ist keine normale Reaktion, das ist total unnatürlich. Ja, ich hatte auch meine Probleme mit dem Manga. Ich habe den Anime gar nicht geschaut, ich habe ja erstmal den Manga gelesen und ich musste irgendwann abbrechen, weil mir gingen die Schwankungen auf die Nerven. Ab und zu mal ist das Ding richtig süchtig machend und dann kommen wieder auf einmal Teile, die sind geschrieben wie eine schlechte Fanfiction. Ja. Und da habe ich einfach, ja, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr drauf. Das war, also ich habe mich auch wirklich durchgequält. Ich meine, er hat seine Berechtigung durchaus, dass er gemocht wird, dass er jetzt so gefeiert wird, wie ich jetzt zum Beispiel bei Crunchyroll auch in den Kommentaren gelesen habe. Da bin ich ehrlich, das verstehe ich überhaupt nicht. Meinst du, das ist das typische Trendschema von halt Isekai, wird halt gefeiert? Ja, definitiv. War nichts anderes da auf Crunchyroll. Ja, ein paar andere Sachen waren schon, die waren jetzt auch nicht unbedingt gut, aber das ist eine andere Geschichte. Aber nee, ich denke, es liegt halt auch daran, weil das einfach vom Aufbau her mal anders war. Normalerweise läuft diese Karriere ab, ne? Ich bin da, ich bin der Held, etc. bla bla. Ich habe sogar Rezepte für Eiscreme dabei durch meinem Handy, haha. Ja, ja, natürlich. Welchen Anime habe ich jetzt gemeint, Zwinker? Weiß es nicht. Achso, das war ein Smartphone? Einfach ja, nur, was das Smartphone im Titel steht? Gab es da nicht schon drei Stück mit Smartphones? Leute, lasst doch einfach mal euren Leser raten.
Hörer, Entschuldigung, Hörer. Nein, aber hier war das Konzept halt ein bisschen anders, weil er war halt nicht der Superheld, sondern man musste sich alleine durchschlagen. Im Prinzip war es oder ist es eine interessante Idee, aber die Umsetzung ist einfach so fernab von jeglicher, ich wollte gerade sagen Realität, also von jeglicher menschlicher Reaktion, die einfach normal wäre. Ich meine, selbst in Japan würde man sich bei sowas aufregen. Da kann man mir nicht erzählen. Und so dieses, Leute, das ist nicht richtig, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich meine, sorry, wenn mich jemand so behandeln würde, ja, also, ich habe hier ein Schild, ich bin total mächtig. Ja, mein Freund, ich stehe vor deiner Tür und hau dir in die Fresse. Ja, ist halt einfach so. Und ich meine, hey, nein, aber das ist einfach so unlogisch. Und das regt mich auf, sowas, wie man ja auch gerade merkt, weil, Gott, Leute, wieso feiert ihr so einen Scheiß? Jetzt mal ernsthaft, das Ding, da ich kriegen wir jetzt noch 10 andere in dieser Richtung und ja, ganz toll gemacht, echt super. Die Isekai-Welle. Ja, ich habe nichts gegen Isekai, ich finde es teilweise auch ganz witzig. Gut, ich habe jetzt hier nicht den einen Psycho-Scheiß da mit dem Zeitsprung gemocht. Das ist aber wirklich Geschmackssache. Ich mochte einfach den Hauptcharakter nicht. Oh, ich kann ihn auch nicht leiden. Ey, das nein, aber ist da haben wir das, da haben wir aber dasselbe. Weißt du, er ist halt eben einfach. Ich reg mich gerade echt zu doll auf, tut mir echt leid. Das passt schon. Ja, aber es ist halt bei dem so, auch da, er dreht langsam durch. Es wird gezeigt, ja, das ist kein Durchdrehen, was da gezeigt wird, das ist einfach nur, ja, tut mir leid, hat er eine Reißzwecke im Fuß oder was soll das denn gespielt? Also der Typ in ReZero ist auch einfach nur ein Arschloch. Ja, davon jetzt. So der Protagonist. Also ich habe nur die erste Folge gesehen und ich hatte letztens ein Video geschnitten, wo ich halt Footage aus ReZero brauchte. Und dann habe ich mir einfach 4 zufällige Folgen genommen und daraus Footage genommen. Und jedes Mal, wenn ich da durch mein Footage geskippt bin und allein das Gesicht von dem Protagonisten gesehen habe, da war ich wütend einfach. Ja, ich habe auch wütend geworden. Sowas ist mir tatsächlich total egal, aber dieses Verhalten ist einfach. Es ist kein natürliches Verhalten. Und auch da wieder, es wird gefeiert. Also rein theoretisch müssten wir jetzt eigentlich schon zum letzten Thema springen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weil das spielt da nämlich gerade vor der Kanone rein, das heißt, wollen wir das mal eben machen? Es passt noch nicht, also für mich passt noch nicht so ganz, weil ich habe noch 2, also Anime auch, über die ich gerne reden würde. Okay, dann verschieben wir das doch jetzt einfach mal und du erzählst das über deine, ich muss mich mal kurz abholen. Ja, heb dir deinen Fuß. Machen wir meine 2 Anime, dann machen wir erstmal kurz Pause und dann ja, gute Idee. Das Thema. Jawohl. Gut, dann habe ich erst eine Kleinigkeit, die nennt sich Animation Runner Kurumi. Kurumi, ich kenne nur Steel Angel Kurumi, aber... Animation Runner Kurumi, das ist eine OVA, beziehungsweise es sind 2 OVAs, eine von 2001, eine von 2004. Da hatte ich die beiden DVDs hier einfach, weil es die sehr günstig auf Amazon gibt. Die DVDs hatte ich schon länger hier, da dachte ich mir... Kann man es doch mal gucken, wenn man es schon hat. Meine Güte. Im Prinzip ist es Shirobaku vor Shirobaku. Es geht um unsere Protagonistin Mikiko Uguru, die bei einem Studio, bei einem Anime-Studio, die Position als Produzentin bekommt und jetzt irgendwie versuchen muss, eine katastrophale Produktion zu retten. Und dann halt von einem Animator zum nächsten hin und her fährt und Sachen passieren. Und ist es halt sehr ähnlich wie Shirobako, nur dass es halt vorher kam. Und letzten Endes hat es nicht so viel Besonderes. Es ist auch, da es nur, wenn man jetzt beide OVAs zusammennimmt, ungefähr eine Laufzeit von 80, 90 Minuten hat, hat das jetzt auch nicht so viel Geschichte irgendwie unbedingt wie Shirobaku. Es geht eher ein bisschen mehr darum, die Produktion von Anime an sich ein bisschen zu zelebrieren mit dem Ding. Also da gibt es auch in der ersten Folge gibt's am Ende noch so 3 Minuten so After-Credit-Scenes, die dann alle in dem Anime-Studio stattfinden, die halt diesen Anime hier gemacht haben. Und da so ein bisschen erklären, wie das abläuft und warum sie das gemacht haben und halt auch meinen, das ist so ein Herzensprojekt von uns und das haben wir gemacht, weil ich schon immer mal, der Regisseur sagt dann, ich wollte schon immer ein Anime machen, wo es darum geht, einen Anime zu machen. Und ich finde, das merkt man dann auch tatsächlich so ein bisschen letzten Endes an einem Anime. Es ist ein bisschen einfach nur da, um das halt so ein bisschen
ja, zu zelebrieren noch, bevor man jetzt Zugang groß zum Internet hatte und sich da großartig über alles belesen konnte, wie das dann abläuft. Ah, sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob hundertprozentig dieselben Verhältnisse damals liefen. Ich meine, da war die Anime-Industrie noch in einem gesunden Aufschwung, wo das rauskam. Es war 2001, ne? Ja, die erste Folge war 2001, die zweite ist 2004. Naja, das ist im Endeffekt zum ersten großen Höhepunkt der Anime-Branche gewesen. Da hat man wahrscheinlich schon nachvollziehen können, dass die Leute noch optimistischer waren mit dem ganzen Kram. Das war der zweite Höhepunkt. Was war denn der erste dann? Der erste war 98. Da ging die erste große Welle wirklich los. Also qualitativ würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Aber so von den Zahlen her ist der... Auch von den Zahlen her tatsächlich. Ja, ja, da, es gab doch diesen Knack 2000. Ganz extrem. Weil auch bei uns einige Publisher flöten gegangen sind. Oh Gott, ich habe nur die japanischen Dinger im Kopf. Deutschland ging auch einige flöten. Okay. War da ein Knack? Ich habe irgendwie das... Ja, ganz dezenten, wo, warte mal, zwei Publisher das zeitliche gesegnet haben, die Verkaufszahlen total eingebrochen sind und sich der Markt in Japan zum Beispiel immer noch nicht komplett erholt hat. Das war doch später, wenn ich es immer noch habe, oder? Nein, 2000. Ich guck mal nach, dass ich mich nicht irre, ja? Okay. Aber okay, ja, da war das Ding. Gott, ich sehe gerade, dass das lizenziert wurde von Central Park Media. Das ist auch eine Angelegenheit, die in der Vergangenheit lädt. Rest in peace. Rip. Aber echt. US Manga Corps. Das ist denn überhaupt für ein Name? Ja, das ist was, was ich eine Weile lang nicht mehr gehört habe, das Ding. Es hat halt funktioniert, marketingtechnisch, in den 90ern da, wo die herkamen und dann sich so Ultra-Portalo-Erwachsenen-OVAs gelizenziert haben, um Anime zu verkaufen. Dann ist es gut, wenn du so einen militanten Namen hast, wie das US Manga Corps. Ja, auf jeden Fall, Animation Runner Kurumi ist Regie geführt von Akitaru Daichi, der Bokura ga Ita gemacht hat, das erste Fruits Basket, wie heißt das nochmal, Now and Then, Here and There. Und ja, ein Haufen Kram eigentlich, also schon relativ, sag mal, bekannter Regisseur, muss jetzt nicht unbedingt guter sein, aber der hat an vielen, 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 vielen Kram gearbeitet. Ich habe jetzt davon aber nicht unbedingt viel gesehen, tatsächlich. Und ja, man merkt halt im Ding so ein bisschen an, dass es ein Herzensprojekt ist, alles so ein bisschen im kleinen Rahmen gehalten. Es ist ein bisschen, die Character Designs sind alle so ein bisschen chibi-mäßig, also sehr simpel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es total hyperaktiv ist, oder? Es ist sehr hyperaktiv auf jeden Fall. Das ist dem sein Stil. Der hat dieses Jubei-chan gemacht mit dem Mädel, das so ein Augeklappe hat und Ninja-Nachfahre ist. Und dann hat er auch das Fruits Basket, die alte Serie gemacht. Yeah, der mag seinen hyperaktiven Stil. Ja. Es ist auf jeden Fall so hyperaktiv. Also die Charakterdesigns und alles mögen zwar sehr simpel sein, aber wenn es dann irgendwie mal zu irgendwelchen, sag ich mal, actionreicheren Szenen kommt, die dann ein bisschen mehr Animationen brauchen. Also jedes Mal, wenn die Kurumi zu irgendeinem Animator ganz schnell losfahren muss mit ihrem Auto, dann siehst du halt, wie einfach hinter ihr das gesamte Auto auseinanderfällt. Und das ist jedes Mal sehr erstaunlich zu sehen. Ja, aber es gibt halt letzten Endes nicht so viel dazu zu sagen. Es sind halt nur zwei Episoden. Beide sind dann so ein bisschen in ihrem eigenen Spektrum auch aufgebaut. Und ich finde, das erkundet das alles so ein bisschen ganz nett. Es ist so ein bisschen oberflächlich noch, so nur einfach nur, wie dieses System quasi funktioniert. Shirobako ging da noch ein bisschen näher auf die Anime-Produktion ein. Der wird wahrscheinlich nicht zeigen, wie sie alle an Computern sitzen, oder? Nee, das auf jeden Fall nicht. Zeichnen sie noch per Hand. Ja, okay, sie zeichnen ja heute auch noch per Hand, aber zu der Zeit, ich glaube doch, Sales waren schon noch am Sterben. Auch solche Bearbeitung und sowas, das findet ja alles noch per Hand statt. Analog. Ja.
Ja, ist es ganz nett zu gucken. Ich habe es auf Deutsch geschaut, weil die deutsche Synchro ist irgendwie sehr charmant. Sie ist sehr amateurhaft produziert. Okay. Sie ist, aber das Drehbuch ist von Daniel Käser, der dann auch sowas wie mit am Drehbuch zu wie heißt das nochmal, diese Comedy-Serie, die ich eigentlich ganz gerne mag, Part-Timer, The Devil is a Part-Timer, geschrieben hat. Was ja auch ein ziemlich gutes deutsches Drehbuch hat. Und ich finde, das ist, also man merkt halt so auch bei den ganzen Sprechern, das sind wahrscheinlich Leute, die sie einfach mal kurz vor der Straße gegriffen haben oder die vielleicht einfach nur selbst irgendwie bei dem Anime-Studio da eigentlich für ganz andere Pflichten zuständig sind, weil sie klingen halt nicht wie klassische Synchronsprecher und haben halt nicht diese Art von Betonung und alles Mögliche, aber man merkt denen an, dass sie Spaß dabei haben, was sie machen. Und das ist für mich immer das Wichtigste. So, wenn ich merke, dass die Leute da Spaß haben, wenn sie das irgendwie einsprechen und dann auch gerne irgendwie total überdrehen oder sonst irgendwas. Also das Saber Rider-Prinzip. Saber Rider? Ja. Kann ich mich jetzt leider nicht an die deutsche Synchro erinnern. Also ich hab's mal angefangen. Die hat nichts mit dem Original zu tun, aber die ist der Hammer. Mhm. Okay. Ja, das war eine lustige Geschichte. Das war einer von den Animes, wo die Amis total umgeschrieben haben. Also was heißt total? Nicht total, aber schon am einiges. Die haben sogar einige neue Episoden produzieren lassen, so viel ich weiß. Der ist um 80% geändert worden. Ja, also da waren nicht nur die Namen weg, da waren auch inhaltsmäßig waren dann Charaktere anders. Während im japanischen Original ein Bösewicht einfach nur ein schlauerer Bösewicht war, war dann im Englischen so als Verräter der menschlichen Rasse geschrieben, der irgendeine Vergangenheit mit einem unserer Hauptcharaktere hatte. Das war natürlich im japanischen Original überhaupt nicht so. Aber ja, ich meine, in Japan war er erst ein totaler Flop und zweitens hieß das Ding nicht Rembrandt, sondern Bismarck. Genau, Bismarck. Das ist sowieso das Geilste, so Bismarck. Jawohl, genau. Nein, aber ich kenne einige Szenen aus dem Synchronstudio. Die waren nicht bei der Special Edition dabei und da hat man echt gesehen, die hatten alle richtig Spaß. Okay, das ist nice, das muss ich mir dann doch nochmal angucken. Ich meine, das hört man auch bei der Synchro, weil die ist so genial in Deutsch eigentlich. da fliegen dumme Sprüche durch die Gegend und so weiter. Das ist schon ziemlich gut gemacht. Ist halt schade, dass die Animation mittlerweile so dermaßen in den Augen wehtut. Das wollte ich mir gleich nochmal antun. Aber ich habe es letztens versucht und bin erfolgreich gescheitert. Aber Synchro ist Bombe. Das ist ein Wort. Ich muss mich auch noch mal reingucken. Also wie gesagt, ich mag das einfach, wenn man halt merkt, dass die Spaß dabei haben. Also auch wenn es total amateurhaft ist. Auch Dirty Pair, das, was es da bei uns nach Deutschland rüber geschafft hat, auf Deutsch total lustig. Wirklich, mag ich. Ja, manchmal kann man sich auch mal echt Mühe geben, nicht? Ja. Wenn man es schon nicht richtig synchronisieren kann, okay, kein Thema, hab wirklich Spaß dabei. Genau. Wo bringt das auch so rüber? Ich meine, gut, bei Dramen wird es dann vielleicht etwas schwerer. Okay, bei Planet jetzt in der Sterbeszene würde ich jetzt auch keinen dummen Spruch bringen, Alter. Jo, wir sehen uns dann, wenn du im himmlischen Ikea bist. Aber, ja, ich sage so, bei Action-Sachen, da ist ein bisschen was anderes. Ja. Gut, dann weg dazu eine Sache noch, die habe ich mir vorhin erst angeschaut, weil ich mir halt wegen Grätzeko wieder Netflix geholt habe und dann dachte ich mir, dann kann ich da auch gleich noch Pokémon I Choose You gucken. Das ist der 20. Pokémon-Film. Okay. Und ich habe mit Pokémon nicht wirklich viel am Hut. Ich habe irgendwann in meiner Kindheit auf dem Game Boy Advance Blattgrün, müsste das gewesen sein, gespielt und das war's. Pokémon, das war doch mit diesem gelben Vieh, richtig? Ja. Ah, stimmt, das war das, wo ich mir das erste Mal im Leben eine Fliegenklatsche gewünscht habe. Okay. Ja, sorry, ich mag Pokémon nicht. Wie gesagt, ich kann nicht viel mit anfangen allgemein, aber ich dachte mir dann so Pokémon I Choose You, das war so dieses große Reboot quasi, so mehr oder weniger dann dieser Film, der die Geschichte der ersten Serie nochmal neu erzählt mit einem neuen Spin und mit frischer Luft quasi. Und da dachte ich mir, ja, warum nicht? Warum nicht? Und ich fand's ganz nett. So, es erzählt halt, wie gesagt, es erzählt quasi die Story von der ersten Pokémon-Serie, wie Satoshi, beziehungsweise bei uns Ash, die Kanto-Region, wie er da zum Meister wird. Und dann geht's halt irgendwann so um ein Pokémon namens Ho-Oh, was irgendwie Meister aller Pokémon ist. Also irgendwie Erschaffer aller Pokémon, irgendwie so ein Pokémon-Gott halt.
und der dann und Ash dann versucht, den zu finden und mit dem zu kämpfen, weil er will halt kämpfen. Kämpfen wir da halt, ne? Ja, man muss sich beweisen. Eine sehr tiefgründige Story auf jeden Fall. Die auch so total neu ist. Weil das scheiße Grün nur anders verpackt, damit sich der Rest weiterverkauft. Wir kämpfen. Nein. Also eine Sache muss ich bei Pokémon wirklich einfach sagen, die Animationen sind halt einfach echt gut. Also bei den ganzen Pokémon-Serien und allgemein, da sitzen richtig, richtig gute Leute dran. Ja, die dürfen es ja auch nicht verkacken, das muss man mal ehrlich sein. Das Ding ist eine Goldgrube. Ja. Ist darauf geachtet, außerdem steckt ja Nintendo auch noch dahinter, das darf man ja auch nicht vergessen. Und Nintendo achtet extrem stark. Aber ich glaube, Nintendo hat jetzt, glaube ich, bei dem Anime nicht so viel Einfluss, das ist eher die Pokémon Company selber. Ja, toll, die sind einfach nur Allgemein, ich habe da auch nicht so viel Ahnung, das ist irgendwie ein riesengroßes Konstrukt da drüben. Richtig, genau, das ist der Punkt. Also irgendwo am Ende sitzt Nintendo und hat da seine Pfoten drin. Und ja, und auch hier bei dem Film muss man sagen, also da sind richtig geile Szenen mit drin, die einfach so gut aussehen, die halt so schön 3D-Kamera mit 2D-Zeichnungen kombinieren. Und mit geilen Kamerafahrten und wie sich die Pokémon da gegenseitig dann auf Fresse hauen. Peter, gefällt das? Also kurz und bisschen, es wäre ein guter Anime, wenn kein Pokémon vorkommen würde, ja? Wie nennst du dann den Anime, wenn er nicht Pokémon heißt? Team Rocket? Team Rocket, der Anime. Man könnte doch eigentlich nur den Standard dieser Animation nehmen und gegen irgendwas anderes austauschen. Geschichten haben wir genug. Ich meine, da hätte ich tatsächlich nichts gegen, wenn ich andere Anime hätte, die so gut aussehen. Ja, deswegen. Wobei, apropos, wenn wir schon bei Pokémon sind, habt ihr euch denn schon Detektiv Pikachu angeguckt? Nee, da kann noch ich auch nicht so. Ganz ehrlich, macht's mal. Der ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Das kann ich mir schon, das ist auch so die Erwartung, mit der ich reingegangen wäre. Ja, der so. Ist also so schlecht. Der hat tatsächlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, hat Spaß gemacht. Das ist so einer, jetzt wo ich nicht sagen würde, oh mein Gott, ich bin auf einmal Pokémon-Fan. Nein, ich hasse diese blöden Viecher immer noch. Übrigens, um mich ganz kurz zu entschuldigen, mein Sohn hat die damals geliebt. Und wenn man dafür unsummen Geld ausgeben muss, dann macht es keinen Spaß mehr. nur um es kurz zu erklären. der Film, der ist so, ja, der hat halt auch was für Nicht-Pokémon-Fans. Einfach weil, er ist halt lustig. Gut zu hören, freut mich. Ich habe so ein kleines bisschen Flashbacks gehabt an Roger Rabbit und habe ich auch natürlich Hoffnung gehabt, dass es lustig wird. Ja, deswegen habe ich ihn mir ja angeguckt. Nein, aber er ist natürlich ganz anders als Roger Rabbit, ist klar, aber auch so die Interaktionen sind halt sehr, sehr lustig geworden und gut, der Hauptcharakter ist ein bisschen dämlich in der Birne zugegeben, aber im Großen und Ganzen macht er eigentlich echt Spaß. Also es ist kein verschwendetes Geld, sagen wir es mal so. Ich Jawohl. Hätte gern gesehen, dass Ryan Reynolds da einmal als Pikachu Fuck sagen darf, aber das haben sie ja, doch gut, nicht gemacht. Das tritt ja nur die letzten paar Minuten da auf. Ne? Das ist so im Prinzip, komm, jetzt gibt's noch eine Umarmung von mir, damit wir hier den Namen ganz oben drauf schreiben können, dass er mitspielt und dann ist die Sache erledigt. Der Film heißt doch Detective Pikachu, also warum, da kommt doch Pikachu die ganze Zeit vor. Ja, aber Ryan Reynolds hat es wahrscheinlich draufgeschrieben, damit er wenigstens auch für Nicht-Pokémon-Fans irgendwie zieht. Ja, aber er spricht doch Pikachu. Ja, im Englischen, im Deutschen logischerweise nicht. Ja, natürlich, aber ich meine, wenn halt Ryan Reynolds drin ist, dann gucke ich den halt auf Englisch, sobald ich kann. Ja, okay, gut. Das ist so meine Einstellung. Ich mag so den Typen einfach echt, echt gerne. Ja. So ist es gut. Wenn dann der Pool spielt, ist alles gut. Ja. Pokémon I Choose You, wie gesagt, es ist ein Reboot, so ein bisschen, also ne, die Geschichte da neu erzählt, aber tatsächlich hier dann nicht mit Misty und Rocco. Da haben wir zwei neue Charaktere namens Makoto und Sochi. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie im Deutschen hießen. Das hört sich irgendwie nach einem Fehlgriff an. Ich find's auch ein bisschen komisch, dass sie da neue Charaktere reinholen, die auch aus keiner anderen Pokémon-Serie kommen. Also die sind da komplett eigenständig, einfach nur in diesem Film. Ja, du sagst doch gerade, das ist ein Reboot, das wundert dich das? Ja, aber dass man dann halt nicht mit irgendwelchen Klassikern dann reingeht. Also ich meine, Ash ist ja auch immer noch drin. So. Ja, okay, aber dem sein Charakter ist auch. Ich glaube, wenn Ash in irgendeiner Serie mal fehlen sollte, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Oder beziehungsweise die Serie, nicht wir. Aber den Shitstorm möchte ich nicht miterleben. Der wird bestimmt lustig. Ich hätte gern mal wen anders. Tatsächlich.
Aber es wird halt auch immer der ewig 10-jährige Ash sein. Der Anfang von dem Film ist so schön. Du hast halt Ash vor seinem 10. Geburtstag, wo dann Erzähler noch sagt, er wird bald 10 sein und ich mir im Kopf schon so dachte, aber er wird nicht älter. Und dann hast du, wie er zu Dr. Eich aufbricht, um sich Pikachu abzuholen. Und die Mutter kommt dann noch so hinterher. Hier sind deine ganzen Sachen, du gehst jetzt auf Reise, tschüss. Wie das ja, halt mein, in dieser Welt so ist. So geht's doch bestimmt jedem Elternpaar so, wenn das Girl endlich auszieht, oder? Wir müssen halt 18 Jahre in Deutschland warten, bei Pokémon geht's einfacher, da bist du schon mit 10 Jahren bekannt. Viel Spaß und übrigens gute Kämpfe, ne? Das ist so ein Quatsch. Ist das halt wirklich Quatsch? Also ja, klar. Ich meine, aber damals, als Pokémon rauskam, waren ja diese Serien damit seinen irgendeinem Wesen kämpfen ganz angesagt. Ich meine, wie war das? Erst kam Pokémon, dann kam Digimon und schon war das Chaos perfekt. Ich glaube, die kamen relativ zur gleichen Zeit. Digimon kam doch schon ein Stück später. Es ist beides jedenfalls grausam. Das ist so die Geißel meiner Kindheit. Die einen in meiner Klasse liebten Pokémon, die anderen liebten Digimon. Und ich saß dazwischen und hab nur gedacht, oh Gott, hoffentlich bin ich immer draus. Man muss dazu sagen, verstärkt wurde der ganze Scheiß durch die Musik, die damals in der Zeit beliebt war. Also Hathaway und so ein Scheiß, oh Gott. What is love? Jetzt fang du mich auch noch an. Ich habe Jahre gebraucht, diesen blöden Ohrwurm loszuwerden. Dann auch so singender Zahnarzt. Ist ja nicht so, dass ich Zahnarzt sowieso hasse wie die Pest. Der Film ist übrigens auch dadurch relativ bekannt geworden unter Pokémon-Fans, dass Pikachu hier spricht einmal. Er sagt einen Satz. Das hört sich auch nach einem Fehlgriff an. Ist dieser Film in Ordnung? Fand ihn okay. Die wollen also bestimmt bald sprechende Pikachu-Puppen auf den Markt bringen, wo du hinten so eine Leine ziehen kannst. Jede Wette. Oh, Buck. Er spricht halt in so einem richtig tragischen Moment, so, wo du am Ende stirbt Ash. Ne, was? Er stirbt. Der Film hört sich gefährlich an irgendwie. Stopp, Auszeit. Du hast doch gerade nicht den größten Spoiler deines Lebens gerade gebracht, oder? Doch. Oh Gott. Er kommt dann wieder zurück am Leben. Aber er stirbt halt. Also, das heißt also im Prinzip, als allererstes kriegst du so, ja, er ist endlich tot, wir haben es geschafft, wir haben es überstanden. Scheiße, ist er wieder da. Er hat einen Dragon Ball gemacht. Oh Mann. God damn you, Dragon Ball! Aber das sind halt so zwei Momente in diesem Film, muss ich einfach mal kurz sagen, die ich so weird fand. Der eine ist halt, wo er stirbt. Und dann Pikachu ihm hinterher trauert und alles ist so extrem melodramatisch in diesem Moment. Und ich musste kurz an Doraemon, den Film, denken. Ich weiß den vollen Titel nicht mehr, aber halt Stand By Me Doraemon, genau. Den ich ja eigentlich ziemlich gut finde, aber Pokémon ist oberflächlich hier. Und ein zweiter Moment, der richtig weird ist, ist, wenn Ash so ein bisschen durchdreht irgendwie, nachdem man einen Kampf verloren hat. Und sich dann halt so denkt, Pikachu hätte diesen Kampf gewonnen, weil genau, er hat ihn mit Glutexo gemacht. Und dann irgendwie böse wird und dann irgendwie einschläft und in einer bösen Traumwelt landet, wo er vergisst, dass es überhaupt Pokémon gibt. Und das alles wirkt so wie diese 12. Episode von Angel Beats, wo Yuri in dieser Traumwelt landet, wo sie halt komplett alles um sich herum vergisst und halt ihr ganz normales japanisches Schulleben lebt, was Ash dann auch kurzzeitig macht. Und das Einzige, was halt fehlt, ist diese emotionale Rede, die dann Yuri quasi hält. Aber ganz ehrlich, wenn jetzt eine Pokémon Company schlau wäre, würden sie jetzt diesen paar Minuten Tod und diese Traumweltgedöns nehmen, um ein Pokémon Isekai rauszubringen. Oh Gott. Jawohl. Jawohl. Ja, ich glaube, dann wäre es perfekt. Also das wäre dann so der Grund, wo ich sagen würde, okay, Leute, ihr habt ja alle meine Animes, das war's für mich. Du, ganz ehrlich, das haben die bei Isekai-Geschichten noch nicht ausgeschlachtet, oder? Einer, der dann anfängt, Monster zu sammeln in der anderen Welt, oder? Naja, wobei, was ziemlich. Also ganz ehrlich, der beste Isekai meines Lebens. Wie wär's denn mal, wenn jemand aus einer Fantasy-Magie etc. bla Welt in die richtige Welt kommt und einfach nur Schüler wird? Reverse Fantasy. Du siehst ja 12 Folgen lang, wie er Mathe lernt, Geschichte. Ob der dann auch funktionieren würde? Ich glaube nicht. Ich wette, das gibt es in Manga-Form schon. Ach klar. Heutzutage gibt es einfach alles schon. Irgendeiner wird es garantiert schon aufgegriffen haben.
Das ist so wie der Dieter Bohlen-Effekt, ne? Egal, was du komponierst, irgendwas von Dieter Bohlen triffst du immer. Jawohl. Aua. So, ich glaube, aua. Ich habe damit erfolgreich Mickey abgeschossen. Das heißt, wir können jetzt mal zu den ernsthaften Themen kommen. Oh, mein Hals, du. Ja. Wir müssen Zeit wahrscheinlich für eine Pause. Ja, wir müssen ja unseren eigenen Moderator wiederbeleben. Oh, okay. Ja, dann gehen wir kurz in die Pause und dann melden wir uns gleich zurück mit dem großen, ernsthaften Thema dieser Episode. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Lass mich mal anfangen. Okay, dann gerne. So, liebe Zuhörer, da sind wir wieder. Den Mickey mussten wir leider jetzt beerdigen, deswegen sind nur noch Mats und ich da. Er hat sich zu Tode gehustet. Er ist weg. Vorbei. Sie. Verdammt nochmal! Sie lebt doch! Okay. Ja, gut, ich hab gelogen, ich geh's dazu. Er ist tot, sie lebt. So sieht's aus. Genau, also ich nicht, nicht so verwirrend bei dieser Hitze. Tatsächlich nichts. Leute, bitte nicht so verwirrend bei dieser Hitze, ja? Wunderbar. Gut, wo waren wir? Wir waren, dass wir uns eigentlich freuen sollten auf die nächste Saison, auf das nächste Quartal, aber im Hintergrund oder am Horizont sind irgendwie düstere Gewitterwolken über der Anime-Branche. Und ja, da ich ist die Frage. Ich schlüpfe da mal kurz rein, dann ist das folgendes Problem. Ich kritisiere das ja schon seit längerem. Wer mich halt kennt oder meine Seite kennt, der weiß ja auch, dass es da einige Artikel zu gibt. Zuletzt hatte ich halt gefragt, sag mal, kann das sein, dass die Qualität von Animes immer weiter nachlässt? Jetzt ist es halt so, dass mittlerweile immer mehr Fans in Japan halt sagen, sag mal, liebe Leute, was ist los mit euch? Seid ihr irgendwie kaputt im Kopf? Warum bringt ihr so einen Scheiß raus? Und jetzt springen halt auf einmal auch hohe Tiere aus der Anime-Szene in die Bresche und sagen halt genau dasselbe. Darunter halt auch sehr bekannte Regisseure oder halt andere Kreative. Und machen sich mittlerweile richtig Sorgen um die Anime-Szene. Ja, wir haben ja über die letzten Wochen und Monate auch ein bisschen darüber berichtet, wenn dann sich Leute ausgesprochen haben über Twitter, über die sozialen Netzwerke, über die schlechten Arbeitsbedingungen. Mittlerweile ist es immer weitergegangen, bis dann die großen Produzenten, zum Beispiel von Studio Ponoc, der den Oscar bekommen hat, für, was war es nochmal? Für Prinzessin Kaguya. Ach so. Oder dann, dass auch dann Regisseure größere sagen. Oder wenn Leute wie Mamoru Hosoda erzählen, dass sie ein Jahr lang nicht zu Hause gewesen waren. Und seine Frau ihn anschuldet, von wegen sie lebt als Witwe. Dann, hui, Mann, wenn jetzt die ganz großen Namen, die eigentlich die Industrie vorantreiben, die das große Geld und die großen, wie soll ich sagen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, das alle auch sagen, wie schlecht es der Branche geht, dann ist, ja. Es ist halt so, dass es nicht nur der Kritikpunkt, dass eben gerade die Leute schlecht bezahlt werden. Ich meine, das ist ja gang und gäbe, Überstunden sind da an der Tagesordnung. Waren sie auch schon immer, ne? Ja. Ja, aber es ist mittlerweile wirklich schlimm geworden. Man merkt halt eben, Anime ist mittlerweile ein Massenprodukt. Und da muss man leider auch ganz ehrlich sagen, verstehe ich die Fans nicht. Na gut, es mag vielleicht auch an meinem Alter liegen, weil ich bin da nicht mehr ganz so tief drin. Aber warum zum Teufel feiert man jeden Scheiß? Ich kapiere es nicht. Das ist so, also wenn ich bin sehr stark in der japanischen Szene unterwegs, weil klar, Vorteil, ich kann Japanisch, ergo, ich kann die Leute verstehen und auch mit denen reden, haha. Mhm. Und da wird die Kritik immer lauter. Es war schon zur letzten Season so, da wurde halt gefragt, sag mal Leute, warum werden so viele Animes halt rausgebracht? Und nachdem die Season gestartet ist, gab es auch ganz, ganz viele ganz große Aufreger, weil einfach wieder sehr viel Scheiß dabei war. Und man muss jetzt mal ehrlich sein, in der jetzt gerade zur Ende gehenden Season sind nur ein ganz klein wenig Perlen dabei. Der Rest ist entweder dritte Season von was weiß ich was oder zweite Season einfach in die Länge gezogen. Oder halt einfach echt nicht zu gebrauchen oder ich sag mal unlogisch aufgebaut. Oder Animationsscheiße, wie auch immer. Und hier in Deutschland wird wirklich der größte Scheiß gefeiert. Ich verstehe es einfach nicht. Da, es ist schon wahr, wir haben mehr Anime als jemals zuvor, aber die Anzahl an guten Animes hat sich nicht wirklich erhöht dadurch. Richtig. So, und dann kommen solche Sachen wie The Legend of Sword, oh Gott, ich weiß nicht den Namen. Rising of the Chilled Hero, der ja, ich sag mal, seine hellen Momente hat, aber im Großen und Ganzen totaler Quatsch ist. Weil er einfach total unlogisch
aufgebaut ist. Also sprich, die Geschichte ist ein typischer Isekai, okay, das kann man gucken. Die Idee ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Heute haben wir halt mal ein Schildchen und man ist halt der Außenseiter und so weiter. Endlich mal ein bisschen was anderes. Normal ist der Isekai immer hier, ich bin der große King. Aber dann wird er gemobbt ohne Ende. Und seine Reaktion auf dieses Mobbing ist sowas von komplett weg von der Realität. Keiner, kein einziger Mensch würde so reagieren. Sowas ist, der Anime wird gefeiert. Die interessieren sich anscheinend in feuchten Kehrich für die Qualität des Drehbuchs. Naja, das Problem ist halt eben, was ich sehe, ist, dass viele Fans einfach nur noch Anime inhalieren. Da ist es ist völlig egal, ob er gut ist, ob er scheiße ist. Nein, er wird geguckt, weil es ist ein Anime. Punkt. Und so, klar, ich meine... Konsumieren. Ja, und die Studios in Japan kriegen natürlich nur positives Feedback dadurch. Klar, kommt da auch ein bisschen negativ an, aber der große Teil ist positiv, weil der Scheiß verkauft sich. Und da haben wir dann Crunchyroll, Netflix, Anime on Demand, Wakamin, wir haben dann noch ja, Amazon, die ja auch wirklich jeden Scheiß kaufen. Ich meine, es ist völlig egal, da geht es nicht darum, ob Qualität, nein, es wird einfach nur Masse besorgt. Damit der Kunde überflutet wird, weil der guckt es ja sowieso, also zahlt er seine Kosten, alles wunderbar. Das ist echt ein komisches Gefühl. Früher, als ich angefangen habe, mit dem Zeugs das zu sammeln und Fan zu werden, war das natürlich arge Nische, so weit, dass du eigentlich schon in die Gefahr geraten bist, ziemlich dafür diskriminiert zu werden. Und hey, jetzt. Ich bin also noch zu der Kinderficker-Generation. Ja. Ich habe es ja auch mir anhören lassen müssen, oh, ne? Dass ich kinderpornografische Sachen mir angucke, weil ich japanische Zeichentrickfilme hole. Was ein Unsinn. Aber damals habe ich mir gewünscht, oh, das könnte doch ein bisschen Mainstream mehr sein, damit die Leute zumindest mal von gehört haben, damit ich nicht so dumm darstelle. Jetzt wird es salonfähig, aber damit kommt so viel Ballast her. Ja, das Schlimme daran ist ja, in Deutschland ist es ja immer noch nicht salonfähig geworden. Du hörst dir die gleichen Sprüche wie vor 20 Jahren immer noch an. Du hast zwar eine größere Menge an Fans, weil natürlich sehr viel mehr damit auch aufgewachsen sind. Das Problem ist aber einfach, dass der Schwachsinnslevel der Szene extrem zugenommen hat. Da muss man mit rechnen, wenn das Ding etwas größer wird. Ja, natürlich. Weil durch die Streaming-Dienste ist es halt jetzt groß geworden, besonders durch Netflix. Ja, aber das Problem, was halt dabei ist, ist eben einfach, dass die Qualität dadurch noch schlechter wird. Weil klar, wir haben jetzt eine große Menge an Animes. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, also letzte Season, ich würde sagen, es waren, ja, lass es mal 3 oder 4 gewesen sein, die wirklich qualitativ auch mit einem guten Drehbuch zum Beispiel aufwarten konnten. Der ganze andere Kram, das ist halt so, ja, kannst du nebenbei mal gucken, okay, hast du wieder was gesehen, bis hin zu, ja, was immer das doch bitte sein soll. Und sowas passiert halt ständig. Aber anstelle da wirklich mal langsam Denkzettel rüberzugeben nach Japan, zu sagen, ey, hier, passt auf, Freunde, ändert doch endlich mal eure Qualität, behandelt eure Mitarbeiter mal fair. Peng, immerhin zahlen wir ja für den Scheiß. Also wenn man es jetzt gerade illegal guckt, was wahrscheinlich 90% tun. Aber wir bezahlen halt eben einfach dafür. Also liefert auch gefälligst Qualität ab. Es müssen nicht jede Season zig Animes rauskommen. Nein, wenn 10 Stück sind, jetzt mal ganz doof gesagt, die aber dafür eine gute Qualität aufweisen können. Ja, ist doch alles wunderbar. Oder brauchen wir bald irgendwann ein Fairtrade-Siegel für Anime? Wenn das so weitergeht, ist das nämlich echt irgendwann der Fall. Oh ja, das ist eine Sache. Weißt du, was vielleicht komisch ist an der ganzen Angelegenheit? Heutzutage ist mit dem Portemonnaie sozusagen seine Meinung über der Branche über auszudrücken, indem man bestimmte Sachen kauft und bestimmte Sachen nicht kauft, nicht mehr wirklich so anwendbar, weil halt so viel Streaming-Märkte dabei sind. Ja, ne? Du musst eigentlich im Prinzip die Anbieter, also die Streaming-Anbieter unter Druck setzen. Das ist also natürlich dann schwer für den Fan, weil wenn du dann zum Beispiel sagst, den Streaming-Anbieter gucke ich mir nicht mehr, der kauft dir nur diesen Billig-Scheiß an, aber da sind halt auch möglicherweise auch Sachen drauf, die du unbedingt gucken möchtest. Ja, kannst ja nicht die auswählen. Aber ne? Ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal Crunchyroll nehme. Crunchyroll lizenziert alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Oder wo Wakamin und Anime on Demand schneller waren. Sagen wir mal ehrlich, Wakamin war diese Season tatsächlich sogar noch besser als Crunchyroll. Also von den Lizenztiteln her. Bei Crunchyroll stimmt einiges nicht. Du kannst die ganze Seite ist scheiße. Es tut mir leid, aber technisch gesehen ist das der letzte Rotz. So, sie stecken halt noch in der Vergangenheit, definitiv. Ja, ganz toll. Das haben sie richtig gut gemacht. Wäre mal schön für eine kleine Veränderung. So, trotz allem, es erscheint jeder Scheiß. So, dann hast du das Ding, klar, du hast mal Perlen drunter. Gut, diese Season, naja, was hat dieses komische Schild-Dingsbums? Also was als Perle halt rausgerechnet wurde, was ich jetzt nicht so finde. Oder Black Clover wird, glaube ich, auch gefeiert, wobei man ganz ehrlich sagen muss, ey, Black Clover, da kannst du 2 Leute aneinander stellen, die sich den ganzen Tag anbrüllen, das ist das Gleiche. Das ist doch nichts anderes. Oh ja, Mickey kann davon ein Lied singen. Ja, aber es ist doch wirklich so. Es sind nur am Rumgebrülle. Ja.
So, wo ist die Qualität? Die Animation ist, naja, geht so. Also jetzt nicht wirklich gut, auch nicht jetzt ganz schlecht, aber naja. Die Geschichte, ach Gott, ey, typisches One-Piece-Gehabe. Weißt du, hast den kleinen Vogel, der totale Außenseiter, der sich halt hocharbeitet und irgendwann dann der Held wird. Ja, super. Das habe ich noch nie gesehen. Nein, das ist ganz neu. Das kommt ja nur in 80% aller Animes vor. Hm. So, und dann ist halt dieses... Ja, also das Ding ist halt... Mein Gott, ey, dann leg doch mal euer verdammtes Abo still, wenn der Scheiß nicht stimmt. Dann kriegt das Crunchyroll mit, wenn das ein paar mehr Leute machen. Aber so bringt es nichts, weil kein oder kaum ein Publisher hört auf das, was die Fans tatsächlich sagen. Die Studios hören da sowieso nichts von. Die laufen mit Scheuklappen durch die Gegend. Die sind ja sogar teilweise japanische Fans, egal. Aber hier in Deutschland kann man damit wenigstens noch ein bisschen was erreichen. Und ich glaube, dann würde schon ein kleines Echo nach Japan rübergehen. Das Problem ist halt, dass Anime mittlerweile ja auch als Wirtschaftsfaktor für Japan erkannt worden ist, von der japanischen Regierung. Das heißt, sie fördern ja auch wie die Bescheuerten. Ganz ehrlich, trotzdem kommt da teilweise so eine Scheiße raus. Ja, aber auch mit der Förderung. Japan hat halt einfach zu viele systemische Probleme im Moment, was das angeht, als dass man da sich gigantische Hoffnungsschimmer machen könnte. Nehmen wir das Produktionssystem. Oh, eigentlich ja. In der Art, wie es angewendet wird, dafür ist es gar nicht erschaffen worden. Es ging ja nur darum, dass überhaupt eine Produktion mal finanzierbar war, weil damals war die Produktion natürlich um Längen teurer. Mittlerweile ist es ja so, das Produktionskomitee kriegt das meiste Geld, weil da stecken die Firmen drin, da steckt dann der Merchandise-Hersteller drin, da steckt dann der Manga-Verlag drin und so weiter und so fort. Dazu kommt, in Japan läuft es ein bisschen anders, du musst ja dafür zahlen, dass irgendwas im Fernsehen gezeigt wird. Also nicht so wie jetzt hier, wo wir jetzt im Prinzip unsere Sender dafür zahlen, dass sie irgendwie eine Lizenz kriegen. Nee, das ist genau andersrum. Natürlich müssen die Studios auch noch Geld machen. Produktionen sind schweineteuer, sie verdienen nicht so viel Geld. Ergo, so, die Angestellten leiden drunter. Es gab jetzt letztens erst wieder einen Fall von Madhouse. Da hat ja ein Angestellter gesagt, ey, pass mal auf, Freunde, ich habe hier so und so viele hunderte von Überstunden, zahlt sie mir endlich aus. 2 Monate später, es ist nichts passiert, der gute Mann schiebt immer noch Überstunden, wie ein Bekloppter. Ja, der ist in eine Dings-Gewerkschaft eingegangen, hat angefangen, dagegen zu lobbyieren, aber nix. Selbst richtig. Nachdem die Regierung Richtlinien runtergeschickt hat an die Firmen, hat sich nichts getan. Nein, das ist eben der Punkt. Und es ist doch klar, wenn man halt eben dann auch von dem Geld nicht leben kann. Und ich meine, sehr, sehr viele Firmen sind in Tokio. Du kannst dir für das Geld noch nie mehr eine Wohnung leisten. Nee. Es gibt da eine Hilfsorganisation, die dafür sorgt, dass die Leute wenigstens ein Dach über den Kopf haben. Da muss man sich mal vorstellen. Du sitzt da also stundenlang und wir alle haben Shirabako geguckt, gehe ich jedenfalls mal von aus. Wir wissen also, Anime herstellen ist nicht ganz so einfach. Gut, Shirabako hat es ein bisschen verniedlicht, aber es geht zumindest in die richtige Richtung. Ja. Und da kannst du von dem Scheiß noch nicht mal leben. Ich sage, wo sind wir denn hier? Oh, das ist ein ganz tödlicher Kreislauf, der da passiert, weil das wirkt halt dadurch sehr unattraktiv für neues Blut. Und das ist genau der Punkt, den halt sehr viele Regisseure mittlerweile kritisieren. Es fehlt an richtigen Animateuren. Irgendwie so. Und vor allen Dingen fand ich auch ziemlich cool. Einer von denen, ich weiß jetzt gerade nicht, welcher es war, aber jedenfalls hat er gesagt, es fehlt vor allen Dingen an Animatoren, die nicht richtig zeichnen können. Die richtig zeichnen können. Nicht nur computergenerierten Schnickschnack machen. Das ja, ist nämlich so auch so ein Ding. Wenn das dann halt richtig billig wird, dann wird auf CGI zurückgegriffen. Dann hast du so einen Scheiß wie, wie hieß das Ding da, was auf Netflix gestartet? Ja, Berserk war ja, ein gutes Beispiel, war genauso scheiße. Häng dein Arsch da, finde ich, sieht aber ganz gut aus, zum Beispiel. Ja, geht so. Aber aber es ist halt einfach das Problem, dass Anime mittlerweile nur noch inhaliert wird. Die klassische zeichnerische Ausbildung ist auch so gut wie ausgestorben. Da gibt es wenig Leute, die so zeichnen können, so umfassend wie viele. Es gibt viele gute Zeichner, die können aber dann oft nur eine Sache gut zeichnen. Es gibt eine ganze Menge junge Zeichner im Kyoto Animation, die absolut super da sind, Charaktere zu zeichnen und deren, aber die können keine Tiere zeichnen oder die können keine mechanischen Sachen zeichnen. Aber Kyoto Animation ist ein gutes Beispiel. Kyoto Animation bringt sehr, sehr wenig Animes auf den Markt. Ja, nee, die machen das ja auch richtig. Die haben ein weitaus angenehmeres Klima bei sich, ein gesünderes. Das, da wird einfach auf die Qualität geachtet. Ja. Es ist so, dass Kyoto Animation, na, wenn wir Glück haben, und mein gutes Jahr erwischen, bringt es immer 2 Anime auf den Markt. Aber selbst wenn die Story noch dann langweilig rüberkommt, wie bei diesem Bogenschieß-Anime-Gedöns, da hast du wenigstens eine Animation, wo du dir denkst, alter Verwalter, das ist Qualität. Ja. Und wenn ich dann aber jetzt rüberschwappe zum Beispiel zu Madhouse oder Production IG zum Beispiel, da wird dann rausgefeuert wie ein Bescheuerter.
So, die sind jetzt froh, die haben den Netflix-Deal, sie kriegen ein bisschen mehr Geld, ja, und was ist? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wer Seven Seed gemacht hat, aber ich habe mir den vorhin angeguckt, zumindest die erste Folge angeguckt und mir echt gedacht, Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und da ist jetzt noch nicht mal die Synchro das Schlimmste. Nee, einfach das ganze Rundumpaket, der ganze Ersteindruck ist völlig für den Arsch, weil was zum Teufel bitte soll das sein? Da fragst du mich. Ja, nur gedrungen. Ich habe ja gar keinen anderen zum Sprechen außer Mickey. Hallo? Was mich traurig macht, ist, dass die produziert wurde von Gonzo. Und Gonzo war mal ein Name, der für Kreativität und interessante Animes stand. Ja. Das ist irgendwie in meinen Köpfen schon so lange her, es könnte ein anderes Leben gewesen sein. Ja, und ich meine, auf der anderen Seite hast du halt dann eben die deutschen Publisher, wo auch sich sehr, sehr viele mittlerweile Fehlgriffe erlauben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht mehr, was Anime House da veranstaltet. Jetzt mal von den Lizenzen ab. Also mit 2K, gut, das ist so eine Sache, das muss man halt mögen. Aber nehmen wir zum Beispiel mal Knights and Magic? Ja, genau, danke. Ich habe ihn in Japanisch tatsächlich gefeiert, auch wenn die Animation gut ist, auch wieder so lala. Aber er war eigentlich von der Idee her gar nicht mal schlecht. Es war gut, war ein Isekai, aber die Erzählung war gut. Problem an der Geschichte ist, ich habe mir die ersten zwei Volumes hier in Deutsch mal reingeschaut. Schlechte Synchro. Das ist ja nichts Neues. Ja, aber warum macht man das? Warum sagt man nicht einfach, okay, dann bringen wir, ich meine, Anime House bringt schon relativ wenig Sachen auf den Markt, aber dann bringen wir doch wenigstens mal eine Qualität dahin. Und ja, toll, es sind jetzt Goodies mit bei, diese komische Super Special Sonderedition mit den Namen, die ist eh der Hammer. Ja, da liegen ein paar tolle Sachen dabei, auch super süß, aber ja, trotzdem ist die Synchro scheiße. Weißt du, ich hatte immer gedacht, dass um einen Drang oder beziehungsweise einen Wunsch nach Qualität irgendwie zu haben in so einer Branche, muss die sowohl die Zuschauer als auch die Leute, die das dann rüberbringen und lizenzieren, eine gewisse Reife haben, was das angeht. Das ist das Problem. Man müsste meinen, dass der Kram schon lang genug in Deutschland existiert, dass es da Leute gibt, die Ahnung haben, die in der Branche sind, aber irgendwie scheint es so, als wäre es gerade erst neu aufgezogen also wurden, wir obwohl haben schon Leute in der, also auf der Business-Seite, die natürlich Ahnung haben. Ich meine, also nehmen wir zum Beispiel mal Peppermint. Da sitzen definitiv Leute, die, das sind Anime-Fans, das merkt man auch. Oder gut, Anime-Fans, die auf alte Klischees aufbauen und verstärken. Nehmen wir Animoon. Also ich meine, ich kenne Animoon jetzt nicht richtig, weil mit dem Publisher habe ich mich so noch nicht groß beschäftigt. Aber auch da scheint mir jemand zu sitzen, der zumindest ein bisschen Ahnung vom Markt hat oder ein bisschen mehr Ahnung vom Markt hat. Auch KSM. Bei KSM, mit den Leuten habe ich mich ein paar Mal unterhalten dürfen, da sitzen wirklich Fans. Und das merkst du auch. Da hast du immer wieder Perlen zwischen, auch mit Sachen, mit denen du überhaupt nicht für den deutschen Markt gerechnet hättest, wo aber dann zumindest eine Grundqualität drin ist. So, aber dass das jetzt Crunchyroll oder was weiß ich, von Streaming-Anbietern zum Beispiel, Netflix, da wird dann einfach geholt. So, zack, flupp, nehmen wir, fertig. Ja. Gut, dann hast du auch da mal Perlen wie jetzt Violet Evergarden, der war ja wirklich toll. Also auch von der Animation her und so weiter. Ast rein, das Ding. Aber du hast größtenteils einfach den größten Schwachsinn. Ja, was ich richtig schade finde, ist, dass die kreativen Perlen, die da drunter sind, die sind meistens mit Blut erkauft, weil das die Leute mit einem ganz kleinen Team unter beschissensten Bedingungen machen möchten, weil dafür kein Geld ausgegeben wird. Richtig. Es wird eher für das große Mainstream-Zeugs das Geld rausgehauen. Ja, natürlich, klar, die wollen auch Geld verdienen, verständlich. Es ist halt ein Big Business. Ja, klar. Das merkt man ich finde bei so einem Publisher wie KSM, die halt ziemlich viel auch auf den Markt bringen. Ja, aber ich glaube, KSM kauft Pakete, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja, eigentlich, also KSM, ich glaube, die größeren Publisher, die wir hier so haben, die müssen auch alle Pakete kaufen, oder nicht? Wer macht's denn nicht? Peppermint? Also Peppermint lizenziert definitiv keine ganzen Pakete. Ich weiß das halt bei KSM auch nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, weil einfach teilweise Animes auf den Markt gebracht werden, die man hier überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Hier dieses mit dem Samurai, also mit dem Schwertgedöns da. Ich weiß halt, ich kann mir einfach keine Namen merken, es ist fürchterlich. ja, so dieses halb-edgy Ding da mit dem armen Kerl, der. Delivery of a Failed Knight? Ja, danke. Den hatte hier in Deutschland keiner wirklich auf dem Schirm. Der lief ja hier in Deutschland auch nicht als Simulcast zum Beispiel. Und trotzdem haben sie den rausgebracht.
Und, ja, aber bei so einem könnte man auch denken, dass er erfolgreich wird, so, weil er halt klassischer Light Novel Shonen ist. Ja, natürlich, klar. Aber er ist trotz allem ein Risiko. Wenn es keiner kennt, bringt das auch nicht sehr viel. Da kann man sich dann auch an andere Dinge halten, wo die erfolgreichsprechender sind. Und das ist halt auch mit Yamato zum Beispiel. Klar, es kennen sehr viele Leute Yamato, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, es ist hier in Deutschland ein verkanntes Franchise. Ja, ja, lief nie was im deutschen Fernsehen, so viel ich weiß, oder? Nee, gar nicht. Italien hat es, Spanien hat es, Amerika und England hatten es, aber Deutschland hatte da nichts von. Richtig. So, und das Ding ist halt, der Markt ist ja schon einmal, also in Deutschland auch zwei, nee, ich glaube, in Deutschland war einmal zusammengebrochen, das war halt 2000 rum, wo dann ja wirklich auf einmal so die ganze Blase geplatzt. Ich meine, da, bis dato haben die Publisher auch lizenziert wie die Bescheuerten, soll man ganz ehrlich sagen, und das hat einigen Publishern auch tatsächlich den Kopf gekostet. Ist ja auch kein Wunder, weil du musst auch die Menge natürlich erstmal bezahlen können, was ja schwierig ist als Otto-Normal-Fan. Und zum anderen hat die Qualität einfach nicht mehr gestimmt. Das ist, der Preis ist halt auch so eine Sache, die mich immer tatsächlich wundert, weil du hast diese einzelnen Volumes von 20 bis zu 40 Euro, je nachdem, wie viele Folgen drauf sind. Oh. Und dann, wo ich mich halt frage, du sprichst mit sehr vielen Anime eigentlich, also du sprichst mit sehr vielen Anime Jugendliche an, die noch kein Geld verdienen, aber und die sich aber sowas leisten könnten, was halt, weil es halt recht viel kostet, die kriegen dann irgendwie nicht so wirklich was. Also so Erwachsene oder so, die sich dann halt. Ja, vor allem werden die ja auch vom Marketing komplett missachtet. Ich meine, ja, das finde ich mal einen Publisher, der tatsächlich das Marketing auf ein etwas älteres Publikum ausgelegt hat. Also jetzt ich würde sagen, Universum am ehesten. Nee, auch nicht. Mittlerweile nicht mehr. Zu Anfang ja, aber jetzt, wo sie anfangen, halt immer mehr rauszubringen, nee. Also ich würd auch sagen, unter dem, was sie jetzt noch vieles holen, sind auch eher noch erwachsenere Anime mit drin. Also ja, Made in Abyss, Grimoire of Zero, Girls Last Tour. Das schon, aber das Marketing selber, das ist das Problem. Wie sprechen sie die Leute an? Es werden trotz allem nur, weil das ist halt dieses Klischee, natürlich gucken nur Kinder sowas. Ja. Und dass die Szene halt so nicht tickt, also bei jeder Convention siehst du das doch. Ja, du, als ich angefangen habe mit dem Kram und auch in den Ende der 90er, Anfang 2000er, da waren schon die Messen voll, da waren schon die ersten Animagics waren randvoll und schnell ausverkauft. Mhm. Da waren die limitierten EVA-Boxen oder limitierten VHS-Boxen auf 5000, die waren relativ schnell weg. Ja, dass ein einziges Band sich 5000 Mal verkauft, ist heute natürlich ein großes Ding. Also, da sind Fans da gewesen. Ich weiß nur nicht, ich stelle mir immer vor, die hätten doch jetzt auch das Geld, die könnten doch bedient werden, aber vielleicht sind die auch 90% davon weg und gucken keine Anime mehr. Genervt, das ist der Punkt. Genervt. Ich kenne sehr, sehr viele ältere Semester, also sprich in meiner Altersklasse, die halt damals Animes geschaut haben, die mittlerweile einfach sagen, ey, nee, sorry, aber mittlerweile, es geht einfach nicht mehr, es nervt. Und die gucken sich vielleicht mal irgendwas auf Netflix oder Amazon an, aber dann ist auch Schicht im Schacht. Ich meine, ich sehe es ja an mir selbst. Ich habe halt erst eine Anime-Seite betrieben. Mittlerweile, mir graut's vor dem Thema, einfach weil, oh ja, toll, da ist ja wieder sowas. Oh ja, toll, da kann ich wieder. Es ist immer derselbe Scheiß. So, und dann ist das Ding halt da. Leute, ich würde Geld dafür ausgeben. Ich kaufe ja auch tatsächlich relativ viel Anime. Gut, momentan sehr alte Sachen. Also ich glaube, ich bin, wenn das so weitergeht, bei Nippon Art irgendwann der beste Kunde. Ja, ja. Ey, geht mir genauso. Ja. Ich bin auch Nippon Art, kaufe ich den meisten Kram, weil es der ganze alte Scheiß ist. Ja, natürlich, mache ich unheimlich gerne. Von den neuen Sachen her, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind nur KZ und KSM momentan, wo ich mir mal ein Anime gönne, weil die einfach tolle Sachen haben. Jetzt, ich habe mal Yamato jetzt letztens komplett geholt. Aber, ja, also der Rest, das ist so, nee. Also so, sorry, ich kann verstehen, dass Sword Art Online beliebt ist. Für mich wäre es halt nichts, weil, sorry, echt langweilig. Würde ich mir also nicht holen. Überhaupt so das gesamte Programm von Peppermint, da haben sie so zwei Anime, wo ich sagen würde, okay, die könnte man sich angucken, die sind allerdings auch nicht wirklich toll. Und so zieht sich das halt durch. Und mein Problem ist halt, was ich halt habe, dadurch, dass ich mich sehr viel mit der Szene ja beschäftigen musste, dass dieses ganze Kindergetue einfach nur nervt. Da gehört es irgendwo auch dazu, weil es sind halt auch natürlich sehr, sehr viele junge Fans mit drin. Und um Himmels Willen, die sollen ja nicht abhauen oder so. Sondern den ganzen Spaß natürlich miterleben, weil wir kennen das ja von damals auch, Matze. Es war ja schon irgendwie,
ja, schon eine besondere Sache, da mit den Leuten sich zu unterhalten und so in diese Welt einzutauchen. Aber ich finde, das ist halt sehr, sehr stark kaputt gegangen, weil einfach der Markt mittlerweile sehr, ja, eigentlich nur auf Inhalieren ausgelegt ist. Ja, der Markt hat sich auf jeden Fall verändert. Er ist groß geworden. Ja. Aber er ist nicht wirklich besser geworden. Das ist das Problem. Also, ich frage mich, ob das jetzt hier gerade so Wehen sind, so Wachstumswehen oder so etwas, oder ob das einfach nur wirklich eine Krankheit ist. Also wenn das Wachstumswehen sind, dann dauern die Wehen aber mittlerweile schon einige Seasons. Ja. Also ganz ehrlich, die Frau, die das überlebt, die tut mir jetzt schon leid. Nein, aber es ist ja nicht jetzt erst seit dieser Season, auch nicht seit der letzten, sondern es geht ja schon wirklich seit mittlerweile 2 Jahren bergab. Seit 2 Jahren wird es ja immer schlimmer mit dem, was einfach, also so Masse statt Klasse. Und das ist halt sehr schade. Also ich muss sagen, ich fand das damals eigentlich gar nicht so schlecht. Klar, wir haben nicht so viel auf dem Markt zu kaufen gehabt, aber zumindest gab es die Fansubs, EA. ja, seien wir doch mal ehrlich, wie hätten wir damals gucken sollen? Es gab ja noch kein Crunchyroll und Co. Entweder haben wir auch Glück gehabt und irgendwo im Fernsehen, aber Tele5 eine gute Serie mal erwischt zur Abwechslung. Ja, oder eben, du hast dann, oh, Internet ist da, geil, jetzt gibt's Fansubs. Und Ja, aber es ist so. Ja, vor Internet hatte ich allerhöchstens noch 1 oder 2 Läden, die ich kannte, die Sachen aus England importiert hatten. Mhm. Aber sonst, du hast generell auf deutsche Sachen von der lieben alten ACOG, der Anime Connection of Germany, da hattest du Monate bis Jahre zwischen den einzelnen Bänden warten müssen von Serien. Ja, natürlich. Oh, das war... Ja, klar... Fansubs gucken ist das nicht unbedingt gerade das Beste, insbesondere aus der Perspektive, dass in Japan eh kaum einer Geld damit richtig verdient. Nee. Aber trotz allem bringt es halt auch nichts, wenn man den Markt immer weiter aufbläst und aufbläst und aufbläst. Und ja, ich stelle mir eh schon in Deutschland die Frage, wir sollen das alles bitte noch kaufen? Wie soll das funktionieren? Also, was teilweise im Monat erscheint, da bin ich mal ganz ehrlich, ich verdiene schon recht gut als selbstständiger IT-Fuzzi. Mhm. Kann das aber trotzdem nicht alles leisten. Nee. Wie viele Anime haben wir denn diesen Monat zum Beispiel mal? Das könnte man ja, also in Deutschland. Das könnte in man Deutschland. Tatsächlich mal. Sind bestimmt einige. Ich weiß, dass Japan jedes Jahr merklich über 200 rausballert. Anime, welchen Monat haben wir gerade? Juni? Ja, ist Ende Juni. Da haben wir irgendeine Website. Was haben wir denn diesen Monat alles? Also wir haben hier allein schon das 3. Volume von Be the Beginning. Wir haben Goblin Slayer Volume 2. Abenteuer des jungen Sinbad. Bleach. Strike the Blood OVAs. Our Machine Gun. God Eater bekommt die gesamte Edition Heavy Object. Hunter x Hunter 2011. Token Ranbu. Du, das hört sich nach einer ganz, ganz wilden Mischung an. Yu-Gi-Oh! Moment. 1, 2, 3, 4. Hachin, Comic Girls, Devil is a Part-Timer bekommt nochmal eine Gesamtkollektion. Wir haben Dragon Ball Super. So viel, das kann sich kein Mensch alles leisten. 25 Stück. In einem Monat? Ja. Also jedenfalls laut der einen größten deutschen News-Seite. Mhm. Und der kann man ja eigentlich in der Regel da vertrauen. Den Namen darf ich hier nennen. Ich weiß nicht, auf welcher Seite du da warst. Ich bin gerade bei Anime to You, weil die haben immer eine sehr gute Auflistung. Und da sind es 25 Stück. Inklusive, dass 4 Stück verschoben wurden. Und Nachpressungen werden in der Liste noch nicht mal aufgelistet. Das muss man sich auch noch mal vorstellen. Scheiße. So, natürlich kauft nicht jeder alles. Das ist klar. Ne? Jede Serie hat ihre Fans. Aber auf die Menge gesehen, dadurch, dass Anime ja hier auch immer noch Nische ist, ja, wie soll das bitte funktionieren? Kann mir das mal irgendjemand erklären? Ich verstehe es nicht, tut mir leid. Ganz ehrlich, mir würde auch überhaupt nichts einfallen, wie sich realistisch die Situation hier zum Beispiel in Deutschland ändern könnte. Also ich verstehe momentan ehrlich gesagt nicht, wie kleine Publisher überleben. Das ist jetzt so KSM oder so. Ich meine, das sind Profis, da muss man ganz ehrlich sein. Die machen ja, also KSM ist ja nicht nur Anime, die sind ja auch ein ganz, ganz großer Filmpublisher. Ja. Bei Kaze ist es ja so, da hängt ja eine japanische Firma mit drin. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer es war. Shueisha. Also Fitz Media und dann Shueisha. Dann haben wir Peppermint mit Was da nicht Kadokawa? Die drin haben? Nee, das war Aniplex.
Ach, genau. Sony im Prinzip. Ja. So, bei den drei Firmen kann ich es verstehen. Die haben, sagen wir mal, ein bisschen mehr Stütze. Oder Erfahrung, je nachdem. So, aber ja, zum Beispiel, nehmen wir mal Anime House oder ja, Animoon zum Beispiel. Also gerade bei Animoon stelle ich mir die Frage, meine Fresse, wie haben die das denn hingekriegt? Weil die haben ja einen Start hingelegt und lizenzieren jetzt auch im Prinzip ordentlich, auch teilweise sehr gute Lizenzen, muss man sagen. Und halten sich tatsächlich auch. Also es muss ja irgendwo dann schon Geld bei rauskommen. Aber da stellt sich dann mir wiederum die Frage, woher zum Teufel? Da hatten wir bei unserem Anitube, das der Season-Ding, hatten wir ein Video dabei von Ben Anime. Das ist ein Anime-YouTuber, der macht relativ viel Zeug zu Edgy-Kram, aber hin und wieder kommt dann auch ein ziemlich gutes Video bei rum. Und der ist Marketingstudent, irgendwie so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das da heißt, aber der studiert so Marketingkram. Und hat ein Video zu dem Anfang von Anemoon gemacht, wie sie es denn geschafft haben könnten, so durchzustarten. Wieder guten Kredit oder viel Geld in der Brieftasche? Ja, ist auch. Aber sein Punkt so ein bisschen sind da die Anime, die sie dabei auch ausgewählt haben, die da halt so sehr kontroverse Titel sind. Ja, also natürlich. Ihr erster Titel war ja zum Beispiel Yusuga no Sora, was ja nun mal ein sehr, sehr kontroverser Titel ist, aber halt auch Sex hat und daher Sex sells. Von daher als erster Titel ist das echt gut auszuwählen. Ja, sie wählen ja allgemein sehr Sachen aus, auf die man hier auf dem Markt teilweise schon sehr lange wartet. Oder eben, ich finde, sehr, sehr bedacht, weil wenn ich jetzt mal an Goblin Slayer denke, ich meine ganz ehrlich, die Serie ist, naja. Sie ist okay. Ich finde sie okay. Vielleicht habe ich auch ein bisschen eine Brille auf, was das angeht, weil es halt Dungeons and Dragons ist. Ja, du hast eindeutig eine Brille auf, was das angeht. aber trotz allem, natürlich ist es ein Anime, der dementsprechend die Fans auch anspricht. Also die machen da wirklich alles richtig, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, auch Peppermint jetzt mit einigen Sachen, die sie halt rausbringen. Also natürlich spricht auch die Fans an. KSM, KC, definitiv. Ich finde, der Einzige, der ein bisschen aus der Rolle fällt, ist tatsächlich Anime House, weil ich würde mir noch nicht vorstellen, dass 2K irgendwie geguckt wird. Aber gut, wenn man halt Mädels im Kreis fahren sehen möchte. Was ist 2K? Ach, 2K, jetzt! Ich dachte die ganze Zeit 2K so ausgeschrieben, dachte ich. Oh, jetzt. Nee, das ist das Sidecar-Racing-Gedöns. Ja, extrem langweilige Anime, bei dem man, also eigentlich glaube ich, braucht man ein Rezept, weil das ist Schlaftablette. Aber okay, egal. Man muss es mögen. Klar, deswegen auch sorry, wenn ich so kritisch bin. Ich muss es ja nicht mögen. Aber stellt mir ja trotzdem die Frage so, was zum Teufel denkt man sich denn da eigentlich? Gar nichts. Ja, das ist nämlich das Problem. Nein, ich glaube, man denkt sich schon ein bisschen was dabei, aber so ganz allgemein, finde ich, geht sehr viel an der Szene einfach gnadenlos vorbei. Und es ist so, Lizenzen sind ja auch nicht das Billigste der Welt. Dazu kommt ja noch, eine Synchro ist ja auch nicht unbedingt gerade so das Günstigste der Welt. Was man ja meistens auch hört, oder sehr häufig hört, sagen wir es mal so rum. Naja, und dann halt eben gepaart mit dem, dass die Streaming-Anbieter lizenzieren wie die Weltmeister. Oh ja. Ja, ist doch klar. Ich meine, in Japan reibt man sich die Hände, weil die damit Geld verdienen, also sprich die Chefs, oder Verlage oder wie man das auch immer sehen will, die reiben sich natürlich die Hände, weil das funktioniert. Dazu kommt ja auch, dass Amerika lizenziert wie die Bekloppten. Da muss man ja auch mal ganz ehrlich sein. Und da leben aber auch sehr viele Menschen. Ja, da leben natürlich sehr viele Menschen. Okay, aber du kannst auch einfach von einer Sache ein paar mehr pressen und fertig. Aber auch da ist das gleiche Problem. Es ist halt eben, es wird gekauft, es wird gemeckert, ja, und das war's. Und wie setzt man jetzt mal ein Zeichen, dass das wirklich scheiße war? Gar nicht. Schwierig. Ja, eben. Besonders, wenn man die größten Märkte sich anguckt und wenn ich mir da die Daten von AJA angucke, von der Association of Japanese Animation, dann sind halt auch einige Sachen in Asien weitaus wichtiger als zum Beispiel ganz Europa. Das Ding ist halt auch, wir sind faul. So, also du hast ja vorhin diesen Punkt angebracht mit von wegen Streaming-Anbieter sind da heutzutage ja auch so eine gewisse Falle sozusagen, weil auf der einen Seite können die natürlich eine Menge Mist machen, auf der anderen Seite können sie Titel haben, die du aber unbedingt schauen willst und dann kriegen die trotzdem dein Geld. Mhm. Und wir sind da halt
gerade als Europäer und auch als Amerikaner, glaube ich, sind wir da einfach extrem faul durch unseren Kapitalismus, der hier halt schon lange etabliert ist, weil wir bezahlen halt einfach, wir denken nicht weiter dran, wir konsumieren. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde auch bei uns wird die Kritik durchaus mittlerweile lauter, nur es sind halt so auf die Masse gerechnet immer noch sehr wenige. Also ich habe zum Beispiel jetzt auf diesen Anime-Artikel, den ich geschrieben habe, wo halt eben die Regisseure sich dazu geäußert haben, gab es auch sehr viele Resonanz und dort auch ein paar Kommentare, wo ich dann halt wirklich sagen muss, okay, wunderbar, Leute, ihr habt definitiv recht. Auch auf meinen Kommentar zum Thema oder zu meiner Frage halt, ob Anime qualitativ immer schlechter wird, gab es dementsprechend sehr, sehr viele Kommentare. Beim Manga-Artikel zu dem Thema übrigens auch. Ja. Mal ein bisschen näher bitte ans Mikrofon dran gehen, du wirst immer heißer gerade. Echt? Ja. Aber der größte Teil eben, der, ja, da hast du halt das Inhalationsproblem. Gott, was für ein blödes Wort. Und dazu kommt ja, man merkt ja auch an der Szene, wenn man halt nicht mehr ganz so tief im Kopf drin steckt, wie jetzt zum Beispiel ich, dass sehr, sehr viele sich darin einfach auch verkriechen und so Realitätsflucht betreiben. Ja. Dann, gerade dann solche Animes, die eben so dieses übliche Schema haben, wie jetzt, was ja damals schon bei Mila Superstar oder beim ersten Tsubasa-Anime so war, sprich, du hast halt eben den, ja, der kleine Kerl, der sich hocharbeitet und so weiter und so fort, außer bei Mila, die hat halt noch kräftig geheult bis zum Abwinken, so dieses, kann man sagen, ja, dieses Heldensyndrom. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der Fachbegriff dafür heißt, aber da gibt es bestimmt wieder einen. Ja, aber das ist gut umschrieben so, ja. Ja, und ne, so diese, auch wenn ich teilweise so höre, ja, und in der Szene ist alles toll und alle sind so lieb, alle haben sich lieb, etc. Blablabla, ja, nee. Also ganz ehrlich, nein. Die Anime-Szene ist halt auch teilweise, also wenn man von der Community ausgeht, ein toxischer Haufen Bullshit. Oh ja, weißt du, was bei uns salonfähig werden müsste? Kritiker. Wenn du suchst, dann findest du namhafte Kritiker für Bücher, Filme, ja. Musik, alles in Deutschland. Findest du namhafte Kritiker für Anime? Nö. Also angeblich gibt es einen namhaften Kritiker, wo ich ganz ehrlich sage, wenn ich da Rezis lese, dann wird man ehrlich gesagt schlecht oder schüttel jedenfalls mit dem Kopf mal und schüttel. Also wenn du nur Taku sagen willst, der ist ja nicht mal ein Kritiker. Der, naja, ich meine jetzt seine Seite, da arbeiten ja noch ein paar mehr Leute. Ich glaube, er schreibt ja selber keine Artikel, wenn ich mich erinnere. Ja, die zwei, da glaube ich noch zwei, drei Hansel aber die werden halt alle eingekauft. Ja, die sind nicht eingekauft, sondern das sind einfach Angestellte. Ich meine, Ninotaku selber ist ja nicht der Nino-Kerl, wie wir ihn, also das Gesicht aus dem YouTube-Kanal, sondern Ninotaku gehört ja einer Firma, wenn man es genau nimmt. Also er hatte gar, der Name hatte, glaube ich, keine Rechte dran, irgendwie so in dem Dreh, aber gut, ich beschäftige mich mit dem auch nicht, jedenfalls was das Thema angeht. Aber auf der anderen Seite, da liest du dann teilweise Rezis, wo etwas so dermaßen nach oben gelobt wird, wo man sich so denkt, Junge, habt ihr das eigentlich gesehen oder schreibt ihr jetzt einfach nur gerade, weil, weiß ich, bekommt ihr Geld vom Publisher oder was ist das für eine Scheiße? Wahrscheinlich vorgeschrieben und dann wird einfach nur der Name des Anime eingefügt. Ja, Presseerklärung vom Publisher gleich mitgeliefert. Ja, gut, ganz so hart. Ich will Ihnen jetzt nichts unterstellen, weil ich natürlich nicht. Aber mir kommt das halt manchmal so vor, weil es ist halt teilweise immer nur ein Loben da. Es wird gelobt, gelobt, gelobt. Ja, sorry, es ist aber nicht alles gut. Ich schreibe selber Rezis. Natürlich gibt es da Dinge, wo ich halt sage, okay, die muss ich halt wirklich loben, aber ich habe noch nie eine so überschwängliche Rätsel zum Beispiel geschrieben. Weil es gibt nichts Perfektes. Es gibt, klar, hier und da mal was Gutes, aber der Satz, Dann brauchen wir was. Wir brauchen unseren Reich Ranitzky des Animes. Wir werden einfach jetzt die Kritiker. Nee, lass mal. Ich habe aufgehört, Animes zu rezensieren. Danke. Bin immer kritisch, kann aber das. Aber ich habe es halt bei uns auch gemerkt, wenn wir uns zu irgendwas kritisch geäußert haben damals. Wir haben damit teilweise Shitstorme ausgelöst. Sind da teilweise wirklich auf uns losgegangen. Einfach, ja, das stimmt doch alles überhaupt nicht. Da konntest du den tausendmal sagen, mein Gott, ey, wir haben ihn zu dritt angeschaut. Wir haben uns sonst wo informiert, was halten denn Fans in Japan von den Dingen? Was halten Fans in Amerika von den Dingen? Ja, mein Gott, wir können das. Und wir haben unsere eigene Meinung geäußert. Ja, das kommt auch noch erschwerend hinzu. So. Wir können das Ding nicht einfach gut finden. So, und dann, weißt du, liest du das auf verschiedenen Anime-Seiten? Ganz ehrlich, die Rezis sind alle irgendwo gleich. Also jetzt nicht bei jeder, es fallen natürlich auch ein paar positiv auf, muss man auch sagen. Aber der größte Teil schreibt einfach gleich.
Es ist immer nur ein Gelobe. Und da stellt sich ja mir zumindest die Frage, aber schreibt ihr eigentlich die Rezis nur, weil ihr die Dinger umsonst bekommt? Weil, ja, muss man auch mal ganz ehrlich sein, die Publisher sind schon ziemlich freigebig. Die verteilen echt ordentlich. Ist ja auch klar, es ist Rezi-Material. Ne? Aber man ist deswegen nicht verpflichtet, irgendwas Gutes zu schreiben. Ich denke mal, das ist auch eine Kombination damit, dass eine ganze Menge, die Rezis schreiben, wahrscheinlich noch junge Fans sind, die mit allem gerade noch Leuchten in den Augen haben, was Anime angeht. Ja, und die freuen sich halt, dass sie was kostenlos bekommen. Nein, also ich glaube, bei einigen Seiten auf jeden Fall, da sind sehr erfahrene Leute auch dran. Die sind ja auch schon ein paar Jahre dabei. Das sind ja jetzt nicht gerade die Anfänger vom Herrn. Ich weiß auch natürlich von also Anime-YouTubern oder auch Anime-Seitenbetreiber, in Anführungsstrichen, die das wirklich nur machen, weil sie den Scheiß umsonst bekommen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch mit Publishern darüber gesprochen und ich weiß halt auch von zumindest zwei Publishern, die wollen gar nicht, dass man sie hoch bis oben lobt, sondern da soll schon durchaus Kritik auch durchspielen, weil dann ist es... Sag mal, zu uns kommen. Ja, da müsst ihr euch selber drum kümmern. Ja. Aber es ist halt einfach so, dass so dieses Gesamtpaket im deutschen Markt einfach überhaupt nicht stimmt, in meinen Augen. Und es gibt eine Seite, ich nenne jetzt keine Namen mit Absicht, und nein, ich meine jetzt nicht den Otaku. Ganz ehrlich, da gehe ich in die Rezi-Abteilung und denke mir, geil, da auch irgendwas mit weniger als 5 Sternen? Nein. Doch, es gab mal eine mit 4. Ja. Da ist sie, die gnadenlose Inflation bei den Wertungen. Ja, das ist halt einfach in meinen Augen ein ganz, ganz arges Problem. Weil, klar, natürlich gibt es die Fans, die lieben den Quatsch. Verständlicherweise. Ich meine, ich kann auch verstehen, wenn jemand halt eben sagt, ich liebe das förmlich. Gut, okay, warum denn nicht? Sollen sie doch machen. Bringt ja keinen um. Also von daher, jedem das seine. Aber wenn nur alles hochgelobt wird, das kann nicht funktionieren auf Dauer. Weil du brauchst Kritik, damit man sich weiterentwickelt. Das ist bei jedem Menschen so. Ich bin ja jetzt auch nicht aufgewachsen und 40 Jahre alt geworden, weil ich halt eben einfach immer nur hochgelobt wurde. Nee, ich wurde auch schon ganz stark kritisiert. Was ja verständlich ist zum Beispiel. Also ganz ehrlich, Sumikai wäre ohne Kritik jetzt nicht da, wo es jetzt wer ist, weil wir haben damals einfach ja selbst ohne Lektoren gearbeitet. ja, und Kritik finde ich auch, das ist auch eine Sache, die viele vergessen. Kritik, finde ich, sollten auch den Leuten so lange vorgehalten werden, wenn sie Scheiße gebaut haben, bis sie es einsehen und sich verbessern. Wenn sie halt einfach nur irgendwann mal einmal richtig Scheiße bauen, aber darauf dann nie wieder irgendwie eingehen und dann so tun, als würde man es halt irgendwann vergessen. Nein, das sollte man denn immer wieder vorhalten. Solange sie konstruktiv einfach nur was rausbalzen. Wenn ich jetzt einfach nur sage, ey, du bist scheiße, dann bringt das natürlich nichts. Ja, kennen wir ja auch zu Genüge. Ja, aber es stellt sich halt immer trotz allem noch die Frage, wie soll das Ganze denn vernünftig funktionieren? Wenn ja, du keine Kritiker hast. Du hast gesagt, in Japan sind die Leute weitaus lautstärker, was das angeht. Mittlerweile ja. Also, ich muss wahrscheinlich doch wirklich mir angewöhnen, durch die sozialen Medien und sozialen Netzwerke von Deutschland zu gehen, weil es kann ja gut sein, dass da Fans sind, die ziemlich lautstark sind, nur ich habe sie noch nie gehört. Doch. Micky, weißt du vielleicht da mehr? In Deutschland, entschuldige, wenn ich ganz kurz dazwischen gehe, du hast tatsächlich einige, ohne Witz, lies da bei uns Kommentare. Da findest du ganz, ganz viele, die sich halt so äußern, aber das ist halt eben noch nicht die große Masse. Die große Masse besteht halt eben aus diesen... Entschuldigung, ich nenne die jetzt mal Inhalatoren, tut mir leid. ja, die einfach konsumieren und da ist alles andere egal. Und deswegen hörst du die Leute nicht. Es ist halt wirklich so, also du hast, mir fällt da ein, dass es letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist so ein Video relativ groß geworden in unsere Bubble von jemandem, der halt hin und wieder mal ein Anime-Video macht und dann sich halt groß darüber beschwert hat, ey, Anime sind heutzutage alle voll kacke und früher war alles besser. Und dann beschweren sich da und dann siehst du halt auch da diesen ganzen Ansturm von Leuten, die halt das Gleiche meinen, aber dann halt auch nichts wirklich passiert. Also die äußern sich dann und Leute, dann was ist. Du findest diese Leute natürlich nur dann, wenn sie halt eben was finden, dem sie auch zustimmen. Das ist natürlich klar. Also ich meine, wenn sie jetzt nichts Kritisches finden, dann äußern sie sich nicht. Boah, Entschuldigung. Ja. Ich frage mich, wie lange das dauert, bis Japan uns vormacht und da sich so eine Gegenbewegung bildet. Ich meine, wenn es jetzt bis in die höchsten Ebenen von allen kreativen Köpfen ist, dass die alle sagen, das so geht's nicht weiter,
dann muss doch eigentlich auch... Von Fanseite aus wird das wahrscheinlich nicht so passieren. Dafür ist Japan viel zu zurückhaltend. Ja, okay. Also in Japan merkt man das halt ganz stark über den Geldbeutel. Weil dann wird einfach weniger gekauft und dadurch floppen natürlich auch Serien. Das passiert auch mittlerweile immer häufiger, dass halt ein Franchise überhaupt nicht funktioniert. Aber dann ist immer noch der europäische Markt da oder der ausländische Markt und der rettet das. Ich meine, sehr, sehr viele Animes werden auch schon mittlerweile gar nicht mehr für den japanischen Markt produziert. Klar, erscheinen die da auch, aber das ist dann egal, ob sie floppen oder haben knapp eine Tür zu, weil man bei der Produktion automatisch den ausländischen Markt mit einrechnet. Dann kommt mehr Verantwortung auf uns dann zu. Mhm. Und die nehmen wir halt nicht. Das ist auch eine Veränderung, ne? Früher hat Japan sich da wirklich wenig drum gekümmert und hat gesagt, wir machen das halt für uns, wenn jemand anders kauft, ist auch schön. Mittlerweile ist die Welt anders und ich weiß nicht, wie ich mit umzugehen habe. Ja, seien wir doch mal ehrlich. Nehmen wir jetzt mal einen Anime, fällt leider gerade keiner vom Titel ein, aber nehmen wir mal einen, der ein offenes Ende hat, einfach weil es nur wieder so ein typisches, wir müssen den Manga pushen. So, Batman Wonderland. Ja, meinetwegen. Aber warum kommt sowas bei uns in Deutschland auf den Markt? Warum? Wenn der Manga noch nicht bei uns erscheint oder die Novel, warum kommt es dann zu uns? Warum muss es unbedingt lizenziert werden? Weil es Leute kaufen. Ja, das ist das Ding. Und warum kaufen es Leute? Hoffen sie denn, dass irgendeine Manga hinterhergeschossen kommt? Das passiert eher selten. Jedenfalls in solchen Fällen. Oder die Novel. Und sagen wir mal ehrlich, Noveln, ne, die kannst du brauchst eine Lupe, um die noch zu suchen. Ja, bei uns in Deutschland kannst du vergessen. Nee, komplett vergessen nicht. Wie heißt der? Tokyopop bringt hin und wieder mal. Nicht Tokyopop. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich habe es heute echt. Es ist einfach zu warm. Sorry, Leute. Yeah. Ich weiß, was du meinst. Es gibt schon eine Handvoll, aber es ist absolut... Hoffnung kannst du dann eigentlich generell vergessen. Wenn du irgendeine Serie nach Deutschland kommt auf DVD oder Stream oder sonst was, heißt es niemals eine Garantie, aber egal wie erfolgreich es ist. Bringt noch Leid, danke, genau den habe ich gemeint. Ja. Na, aber trotzdem, es wird halt lizenziert. Wenn du Pech hast, kommst du dann auch noch auf CD raus. Aber du hast halt dein offenes Ende. Wenn du Pech hast. Ja, ist doch so. Du kriegst ja nun mal auch Geld dafür aus. Und ganz ehrlich, Serie mit offenem Ende, als wenn keine zweite Season kommt, die das irgendwie zum Abschluss bringt. Ja, hallo, geht's noch? Ich gucke mir doch auch keinen US-Krimi an, der ein offenes Ende hat. Was ist das für ein Scheiß? Es ist wirklich immer wieder interessant, weil ich kenne das auch noch von früher, wo ich mit anderen, wo ich noch mit ein paar Leuten gesprochen habe, die halt in Anime nur so, die halt so oberflächlich drin sind, ne? Also jetzt nicht so wie wir, die das halt so ein bisschen kritisch betrachten, sondern halt dieser klassische Anime-Fan ist, wie es halt nun mal die deutschen Firmen gerne wollen. Und da halt auch mit... Also, da muss ich jetzt gerade zum Beispiel speziell an, wie hieß es, Bitum denken. Genau, Bitum. Wo dann jemand zu mir sagte, die letzte Folge ist so offen, da merkt man sofort, da muss noch eine zweite Staffel irgendwann kommen. Und wenn man sich dann das Ding mal googelt, dann merkt man halt, okay, der Anime, den gibt's schon lange in Japan, den gibt's jetzt schon länger in Deutschland. Bitum? Da passiert... Also, nee, kannst vergessen. Moment, da gibt es ja noch eine lustige Gegengeschichte zu. Da sieht man sogar ganz stark, dass es nur ums Business geht. Und zwar kam ja dann dieses Game raus. Ja, und da wollten sie, dass es Platz 1 wird. Genau, wenn es Platz 1 wird, gibt es eine zweite Season. Ha, ha, ha. Wie wär's denn doch gleich? Klar, erpressen wir auch noch die Fans. Ich meine, das war ein totaler Flop, das war Gott sei Dank. Es war jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber. Ne, nein, das war halt gar kein schlechtes Beispiel, sondern einfach, wieso bitte erpresst man die Fans? Das zeigt aber auch, dass irgendwo die Illusion da ist, dass wenn man es kauft, dann ist die Chance, dass andere Sachen davon mehr rüberkommen, größer, was nicht unbedingt wahr ist. Richtig. Ja. Meine Güte. Ja, aber das ist halt leider so. Und es wird halt von allen Seiten gefeuert. Und solange, wie du gerade sagtest, wir brauchen eigentlich einen wirklichen Kritiker hier in Deutschland mal, oder mehrere sogar, die man erstens ernst nehmen kann und halt auch wirklich vernünftige Kritik äußern. Ja, ich muss wieder Kritik schreiben, Leute. Ich mach's, okay. Nee, die Sache ist die, auch wenn man ich das mir wünsche, ich habe einfach immer noch das Gefühl, egal wie alt die Branche ist, dass sie immer noch unreif ist in gewissen Bereichen. Ja, sie ist halt anders. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal das mit Hollywood vergleichst, nur so als Beispiel. Hollywood schmeißt ja auch haufenweise Filme auf den Markt. Davon sind ganz, ganz wenige sind tatsächlich gut. Dann hast du wieder welche, die sind richtig gut, weil die halt eben den Massengeschmack treffen. Nehmen wir mal die Marvel-Verfilmung. Massengeschmack pur gegen Apfel, Schmitz, Katze. Ich glaube, außer Avatar und Titanic haben sie nicht geschlagen. Ansonsten waren sie sehr erfolgreich.
Dann hast du natürlich da haufenweise Kritiker, die erstmal alles zerreißen. Bei manchen fragt man sich auch, okay, ist das euer Beruf oder so? Aber da sind die Stimmen hier in Deutschland auch viel, viel lauter. Wenn da irgendwas rauskommt, was halt einfach nicht so gut ist, ja, dann melden sich da die Leute aber auch zu Wort. Oder man sieht es halt anhand von Einschaltquoten bei Serien zum Beispiel. Das ist, ich glaube, das ist auch irgendwie teilweise ein ziemlich deutsches Problem. Weil du hast dann diese ganzen richtig beschissenen Til Schweiger-Filme, diese deutschen, die dann halt von Kritikern, die werden halt von Kritikern dann komplett zerrissen. Aber die Leute gehen rein. Und dann kriegt sowas wie Klassenfahrt einen zweiten Teil. Ja, aber trotz allem sind die Stimmen hier kritischer. Du glaubst gar nicht, wie schnell Serien hier floppen, die zum Beispiel in den USA extrem gut bewertet sind, wo echt viel Geld drin steckt. Gut, dann hast du so einen Scheiß wie Game of Thrones, was ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Also hier diesen Wandel in Porno da mit ein bisschen Schwerkampf. ja, so habe ich noch nicht bezeichnet gehört. Noch nicht? Nein. Es ist doch ein Porno mit ein bisschen Schwerkampf oder irgendwie. Ja, ich höre es auch immer wieder. Das ist halt das ist auch immer also der Vergleich, den ich halt quasi immer wieder höre. So Herr der Ringe mit Porno. Das ist nicht falsch, die Bezeichnung, die ist sogar sehr akkurat. Könnten wir jetzt bitte nicht darüber reden, weil ganz ehrlich, ich habe immer nur die ersten Folgen der neuen Season ausgehalten. Yeah. Da bin ich ganz froh drüber. Aber nein, aber es ist halt so, da floppt was schneller als zum Beispiel jetzt hier in Deutschland. Quatsch, nicht hier in Deutschland. Bei Anime meinst du? Bei Anime, genau. Bei Anime, da ist, hat man viel mehr, sagt man, also da traut man sich halt anscheinend nicht so die Kritik. Also da wird da mal rumgemeckert, wenn jetzt ein Dragon Ball Charakter einen neuen Synchronsprecher bekommt oder hier eben bei Damachi, wo ja was los war, wobei ich bei Damachi immer noch nicht ganz durchschlage, was da jetzt eigentlich genau los war. Aber das war's dann halt auch schon. Ne? Und da gibt's dann halt zum Beispiel, warum jetzt Dragon Ball damals der Charakter eine neue Stimme bekommen hat, gab's ja auch einen logischen Grund für. Aber trotzdem, Leute haben sich's gekauft. Es war ja kein Flop anscheinend. Nö. Nicht, genau. Und das ist so dieses Ding, wenn man dann trotzdem Geld reinfeuert, obwohl man Scheiße findet, ja, dann tut's mir leid, aber ernsthaft, ich kaufe mir auch nichts zu essen, wenn ich's eklig finde. Ich muss dabei halt immer wieder an diese Szene aus Star Trek denken, aus The Next Generation, wo Data ein Glas Alkohol bekommt, irgendein Bier oder irgendein Whisky, oder ich glaube, es war Whisky, und er dann halt meint, oh mein Gott, schmeckt das scheiße. Und dann gefragt wird, willst du noch einen? Und dann so, ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, es ist halt einfach so der Punkt, solange das so läuft, wird sich nichts ändern. Und das wird halt immer schlimmer, gerade für die Leute, die daran arbeiten. Ich habe die Befürchtung, dass bevor hier in Deutschland irgendeine Änderung kommen kann, dass Japan irgendeine großflächigere Änderung in Japan daherkommt, einfach weil das System krank ist und irgendwas zusammenstürzen könnte. Die Änderung in Japan muss kommen, wenn sie keine vernünftigen Animatoren haben. Ey, Leute, sorry. Das ist echt doch, schwierig. Ah. Ich meine, ich verstehe es, weil ich bring's auch immer wieder durcheinander. Naja, ich sitze gerade bei geschlossenem Fenster bei, ich glaube, noch locker 32 Grad draußen. Ich koche gerade gemütlich vor mir hin. Ja. Nein, aber solange eben da der Nachwuchs nicht hinterherkommt, und der kommt ja anscheinend nicht hinterher, hinzu kommt, Japan hat ja ein allgemeines Arbeitsproblem, weil auf, wie war das, auf 100 offene Stellen kommen 1,36 Bewerber. Die, ja, die Menschen kein haben anderes. Halt, richtig, und die Menschen haben halt eben die Auswahl. Wer geht denn da bitte in einen Job, wo er Überstunden schaufeln muss, beschissen bezahlt wird? Ja, lass mal kurz nachdenken. Ach ja, ein Fan. Ja, und dann in dem Industrieland, das die niedrigste Geburtenrate der Welt im Endeffekt hat. Richtig. Das ist... Ja, nicht nur das, sie ist ja sogar noch die gesamte Bevölkerung geschwindet. Ja, also sprich, die Sterberate ist ja höher als die Geburtenrate. Ja. Ja, und da kommt ja natürlich, wieso finde ich, hinterher. So muss irgendwann Umdenken stattfinden. Und es ist halt so, dass ja mittlerweile auch schon sehr, sehr viele Studios nach und nach aufgeben. Man hört ja immer wieder davon. Ja. Also sprich Insolvenzen oder halt eben Aufkäufe und so weiter und so fort. Ja, also irgendwas muss da passieren. Da wird bestimmt auch was passieren, weil ewig kannst du das Ganze so nicht weiterführen. Ja, also und ich glaube, das ist auch also so ein bisschen eine Situation, wo wir halt hier im Westen halt nicht viel gegen den Mainstream tun können, das jetzt das klingt irgendwie gemein, das sozusagen, aber wo tun wir halt nicht viel da machen können und doch, halt einfach warten halt, müssen, bis halt in Japan was passiert. Wir können halt den Publishern zeigen, ey, sorry, da habt ihr Scheiße gebaut. Ja, das können wir halt machen, aber sagt das dem Mainstream, deren Kunden, ja, die halt alle kein Gehirn haben. Aber wenn ein Publisher, wenn sich ein Anime bei einem Publisher nicht verkauft, dann tut das dem Publisher definitiv weh. Ja. Dann wird er sich tausendmal überlegen, was er beim nächsten Mal lizenziert.
Es mag wie ein Tropfen auf einen heißen Stein wirken, aber Kleinvieh macht auch Mist. Ja, ich weiß, aber... stetiger Tropfen hüllt irgendwann auch den Stein aus, ne? Ich bin nicht 100% Überzeugung, dass das aber dann die richtige Schlussfolgerung ist. Nein. Sondern vielleicht könnten die Publisher dann noch sagen, okay, Anime wird halt jetzt weniger beliebt wieder, dann hör mal auf, machen wir was anderes. Ja, das ist schon richtig, aber wenn man einfach auch aufhören würde, seine Klappe zu halten, und zwar mit konstruktiver Kritik und nicht einfach nur, Synchro, scheiße, ihr seid doof. Ja, ich glaube aber tatsächlich auch, dass diese wenige Bereitschaft von Kritik auch vielleicht ein bisschen daher kommt, dass die Leute vielleicht Angst haben, dass dann weniger kommt. So, wenn sie jetzt nicht anfangen, alles zu kaufen, dass dann vielleicht auch, dass es dann irgendwann aufhört. So. Ja, ich würd eher es so sehen. Es gibt zu wenig laute Kritik. Wie ich ja gerade sagte, die Anime-Seiten oder auch YouTuber und so weiter, da wird ja ganz, ganz viel einfach extrem gelobt. Ja, da macht mir doch tatsächlich die Sache, die mit Evangelion passiert ist, Hoffnung. Ja, da wird es tatsächlich laut. Da können die Leute laut werden, die können das. Ja, ich meine, das ist ja auch berechtigt, ne? Ja. Das halten wir ja mal fest, also wirklich scheiße. Die Frage ist halt, hört Netflix zu? Letztes Jahr hat es halt einmal funktioniert mit Aiko, wo sie dann eine neue Synchro gebracht haben. Ja, stimmt. Aber ich glaube einfach, es ist halt momentan einfach so, es gibt allgemein zu wenig sehr, sehr laute Kritik. Außer jetzt halt eben klar das Netflix-Ding, ne? Aber trotzdem haben die Leute jetzt alle immer noch Netflix, von daher, das Geld haben sie trotzdem. Ja, natürlich. Und das sind halt so dann die Punkte. Und wenn ich dann halt eben sehe, also ich meine, ich kenne ja nur dieses Anime-Seiten-Business ziemlich gut, weil ich da selber drin stecke. Und wir müssen mal ganz ehrlich sein, wir brauchen halt da Klicks. Der Markt ist nicht so groß, dass du halt eben 10, 20 Seiten davon wunderbar bedienen kannst. Es gibt halt eine ganz große Seite, die macht ihren Job auch ziemlich gut. Und dann hast du halt den Rest aufgeteilt auf kleine Seiten. Oder du hast halt eben den YouTuber da diesen, der Mensch, dessen Bart eine eigene Postleitzahl hat. Entschuldige, ich hab's heute echt nicht mit Namen. Kommst du gerade wirklich nicht auf seinen Namen? Nee. Nino? Ja, danke, ich versuche ihn immer zu verdrängen, ich weiß auch nicht warum. also ich muss dazu sagen, er macht seinen Job gut. Marketingtechnisch ist der Kerl Bombe, das muss man ganz ehrlich sagen. Er spricht mich halt nicht an. Deswegen versteht das nicht so, dass ich jetzt sage, Nino ist scheiße oder was weiß ich. Nein, das ist er nicht. Es ist einfach nicht okay, mein. Okay, dann sage ich das. Ja, nee, ich differenziere da ein bisschen, weil es ist mein Geschmack. Das ist immer ein himmelweiter Unterschied. Ich kann nicht pauschal sagen, jemand ist einfach generell schlecht. Mhm. Und das möchte ich hier einfach auch nur klarstellen, weil nicht, dass mir nachher der Kopf abgerissen wird. Ich meine, das wird ja so oder so bei dem, was ich alles schon gesagt habe. Nein, aber es ist halt einfach nicht mein Geschmack. Mich spricht da halt nicht an, aber ich bin auch nicht die YouTube-Generation und so weiter, das halten wir auch mal fest. Aber es weißt du halt, was? Ja. Lass uns mal so ganz langsam ein paar abschließende Worte versuchen zu finden. Weil ich glaube, wir haben dem Thema einiges gegeben auf die Schnute und wir fangen ganz langsam an, uns zu wiederholen, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube auch. Ja. Naja, abschließend kann man nur sagen, man kann hoffen, dass irgendwann sich mal was bewegt. Also ich habe so ein bisschen Hoffnung, beziehungsweise bei mir besteht Spannung, dass was sich bewegen könnte in nächster Zeit. Natürlich. Ja. Was zur Not, wir haben beide ja den Vorteil, oder überhaupt, ich glaube wir drei, wir können uns ja den Scheiß zur Not einfach auf Japanisch angucken. Das ist wahr. Da können wir auch die Perlen gucken, die nämlich nicht nach Deutschland kommen. Und ich meine, meine gesamte Anime-Sammlung besteht dann nur aus japanischen Krams. Ich mag auch so viel Kram, den es hier in Deutschland nicht gibt. Das ist immer so schlimm. Ich würde aber auch sagen, so vielleicht an Zuhörer da draußen oder so. Also, wenn ihr meint, ihr werdet dazu in der Lage, etwas kritischer mit Anime umzugehen, dass ihr vielleicht auch euren eigenen Blog anfängt oder so. Also, dass da halt dass diese Stimmen auch einfach immer mehr kommen, dass es nicht einfach nur wenige Laute sind, so, sondern dass es im Endeffekt immer mehr werden, die dann halt unzufrieden sind, sodass das irgendwie eine gewisse Wirkung hat. Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren, weil, ich meine, Subikai schreibt ja auch noch über ein bisschen mindestens Anime. Uns würde wirklich mal eure Meinung interessieren, was müsste man eurer Meinung nach wirklich ändern, damit man halt eben eine Änderung herbeiführen kann, so mal ganz doof gesagt. Es müssen nicht nur laute Stimmen da sein. Es muss auch einen Punkt geben, wo diese lauten Stimmen sich drum sammeln könnte. Egal, ob das eine Plattform ist oder eine Person. Bei einer Person stelle ich es mir realistischer vor. Also wow. Deswegen habe ich auch immer noch meine Vorstellung von dem Kritiker, den wir brauchen. Wir brauchen einen Anime-Gott in Deutschland. Nicht unbedingt einen Gott, zumindest einen Kritiker. Ja, okay. Ja. Nein, aber trotzdem, ich würde mal wirklich die Meinung eurer Hörer interessieren. Ja, das würde ich auch gern hören.
Ich muss auch sagen, es wird, also gerade Leute, die kritisch sind, die werden auch immer dann wieder in Anführungszeichen gegen Kritik kriegen, die halt nicht wirklich Kritik sind, sondern einfach, hey, du bist kacke, deine Meinung ist voll kacke und so. Ja, müssen gegen den Strom schwimmen. Ja, da muss man, das muss man dann vielleicht auch einfach abmachen. Also ich meine, abhalten, so, das kriege ich ja auch immer wieder so. Also ganz ehrlich, was soll da passieren? Das sind irgendwelche Stimmen meistens im Internet und das war's dann. Ignorieren und fertig. Wie oft durfte ich mir das schon anhören, weil ich halt gegen One Piece gewettert habe? ging ja so weit, jetzt ohne Witz, es ging so weit, dass ich Morddrohungen deswegen kassiert habe, wo ich mich da königlich drüber amüsiert habe und mir so dachte, geil, da kommt da gleich bestimmt so ein Pampers-Bomber und sagt, hey, mit der Dunkelflasche stech ich dich tot. Ja, wir haben da halt auch schon einigen, einigen Bullshit in letzter Zeit anhören müssen durch gewisse Meinungen. Und auch letztens ist wieder, kam der Artikel von Kotaku, müsste das gewesen sein, von irgendeinem Autoren dort, bezüglich den Nazi-Symbolen in Attack on Titan, nicht Symbolen, aber der Nazi-Metaphern in Attack on Titan, wo dann ein großer Artikel zu kam und dann halt alle, oh mein Gott, Kotaku ist die Scheiße und ja, dann, wo ich mir halt auch denke, das ist so ein Thema, warum müsst ihr jetzt alle direkt gegen den Autoren wettern? Warum können wir das Thema an sich nicht diskutieren? Warum müsst ihr jetzt alle gegen den Autoren und deren Meinung sein? Ich weiß nicht, ob wir über den gleichen Artikel reden, aber er hat doch recht gehabt, oder irre ich mich da gerade? In meinen Augen hat er auch recht gehabt. Aber trotzdem, so, dass dann halt keine Diskussion entsteht, sondern einfach nur, ey, du bist kacke, ich finde deine Meinung kacke. Ja, noch ist da so eine ungesunde Beziehung zwischen den Fans und ihren Sachen. Die identifizieren sich zu sehr damit. Und wenn es kritisiert wird, dann schreien sie halt auf, als würden sie selber getroffen. Auch wenn die Kritik berechtigt ist und wichtig ist. Deswegen, liebe Leute, schreibt sich mal hinter die Löffel. Wenn ihr Kritik bringt, bringt sie. Aber bitte bringt sie sachlich. Ja. Nur weil jemand eine andere Meinung hat, heißt es nicht, dass er schlechter Mensch ist. Nee, ist nicht euer Feind. Nicht euer Feind. Ja. Gut. Ja, das haben wir. Sind wir so ganz langsam ans Ende gekommen, nicht wahr? Ja, ich würde sagen, wir haben es gut geschafft. Yay. Yeah. Ja, endlich das Fenster aufmachen. Okay, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit da draußen, dass ihr uns so lange zugehört habt. Mit dabei war heute der Micha von Sumikai. Hallo. mit dabei war auch ebenfalls der Matze. Auf Wiedersehen. Und genauso auch ich, die Miki. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Jo, ciao.